dass Sie mir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe. Sverrisson, dann wieder Kügel, gewinnt sein Dribbling gegen Wörns und Guido Buchwald und der Ball ist im Tor. Nach 86 Minuten führt der VfB Stuttgart in Leverkusen mit 2:1. Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter hinten auf Hindenberger! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Pignica hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und der VfB Stuttgart ist deutscher Fußballmeister. Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Guten Abend, Ricky. Sebastian, es ist Herbst, auch wenn es die Temperaturen noch nicht ganz widerspiegeln. Das bedeutet beim VfB Stuttgart, kommt langsam wieder Unruhe auf. Mussten wir als VfB-Fans damit rechnen, beziehungsweise hast du als VfB-Fan sowieso schon damit gerechnet oder überrascht dich die aktuelle Situation, über die wir gleich ausführlich sprechen werden, dann doch ein wenig? Na gut, als Traditionalist kann ich ja die Vorweihnachtszeit gar nicht einläuten, wenn der VfB im Herbst noch keine Krise hatte. Insofern war das aus Traditionsgründen natürlich erwartbar. Andererseits dann auch wieder nicht, denn der VfB stand hier in der Tabelle echt ganz gut da und die Heimspiele gegen Greuther Fürth, Wien, Wiesbaden und jetzt gegen Holstein Kiel schienen ja dazu angetan, dass man da 9 Punkte, 7 Punkte, also Punkte auf jeden Fall, viele Punkte holt. Und dass es jetzt dann mit Ach und Krach nur 3 wurden aus 3 Spielen, das kam dann schon etwas überraschend für mich. Ja, ich glaube für uns alle. Wir werden heute natürlich ausführlich darüber sprechen, über das Spiel gegen Kiel, allgemein über die Situation, welche Probleme wir zum Beispiel dann auch in der Spielweise von Tim Walter sehen und ja, auf was wir uns dann in Hamburg einstellen können. Ich verrate aber schon mal, wenn der VfB Sonntag spielen muss, und das ist in der zweiten Liga nicht allzu selten, dann wird mir so ein bisschen die Zeit knapp. Also sprich, ich kann mich nicht ganz so ausführlich auf die Sendungen vorbereiten. Aber ja, diese Woche finde ich es gar nicht so schlimm. Also ich habe mich diese Woche ganz bewusst nicht groß mit Statistiken auseinandergesetzt und habe das Spiel auch nur einmal im Real Life geguckt, also im Stadion, danach nochmal, wie gesagt, im Real Life. Weil ich der Meinung war, dass das Spiel eigentlich genau die Geschichte erzählt hat, die wir jetzt schon in der Saison mehrfach gesehen haben, mit der Ausnahme vielleicht gegen Fürth. Sprich, der VfB dominiert das Spiel, hat gute Chancen, die zu schlampig verwertet werden und leistet sich dann in der Defensive meines Erachtens nach wirklich haarsträubende Fehler. Und so entstehen dann immer wieder sehr, sehr knappe Spiele und die letzten beiden Spiele gingen halt dann auch leider Gottes verloren. Aber im Endeffekt hätte man vielleicht auch schon davor gegen St. Pauli so ein Ding landen können und verlieren müssen. Gegen Aue hätte es passieren können. Also es war ja schon ein paar Mal kurz davor, dass wir wirklich als Verlierer vom Platz gehen. Ja, und dann sind wir eigentlich schon beim Hauptthema für heute, möchte ich mal sagen. Nämlich, an was liegt's denn, dass der VfB seine Dominanz nicht so richtig gewinnbringend umsetzen kann? Also wir ergötzen uns so ein bisschen daran, dass wir viele Pässe spielen. Das feiern wir, sage ich jetzt ganz bewusst, weil es gibt genügend, die finden es gut, auch ab. Aber im entscheidenden Moment versagen dann dem einen oder anderen die Nerven, beziehungsweise es fehlen die Ideen, um dann Chancen zu kreieren und gefährlicher vor dem Tor zu agieren. Sebastian, hast du eine Lösung, so einfach mal aus der Hüfte geschossen? Was könnte der VfB kurzfristig verändern, um endlich mal mehr Tore zu erzielen und hinten nicht so dämliche zu bekommen? Um mit so einer Plattitüde mal rauszuhauen, vielleicht sollte einfach jeder mal seine Leistung bringen. Das muss man ja wirklich ganz klar so sagen. Du spielst mit deinem, für die zweite Liga hast du einen Monsterkader und spielst gegen Gegner, denen du mal auf dem Papier komplett überlegen bist. Und nach 10 Spieltagen hast du jetzt ein Torverhältnis von 15:10. Und das spricht ja ganz klar dafür, dass die Offensivkräfte vorne nicht effizient genug sind.
Und dass hinten halt einfach zu viele Fehler gemacht werden, weil sonst hast du nicht pro Spiel ein Gegentor. Ne? Wir können kurz, ich denke, der HSV ist eine ganz gute Referenzgröße. Die haben keine 10 Tore bekommen, sondern nur 7, haben aber auch 21 geschossen. Also die haben plus 14 und wir haben plus 5. Und das zeugt ja davon, dass einfach die Maschine da noch nicht rund läuft und entweder kriegt man die Spieler nicht in die Position, wo sie Abschlüsse machen können, oder man hat die Spieler in den Positionen, wo sie Abschlüsse machen können und kriegen den Ball nicht ins Tor. Und wenn man sich die letzten Spiele zumindest angeguckt hat, dann scheint es ja eher letzteres der Fall zu sein. Wo drückt denn aus deiner Sicht der Schuh am meisten? Eher in der Defensive? Weil ich nehme jetzt mal Insua raus, der sich beim Gegentor wirklich, ich möchte ihm nicht zu nahe treten, aber etwas ungeschickt, lass es uns so formulieren, angestellt hat. Das war nicht das erste Mal, dass sich ein Abwehrspieler, ein Defensivspieler so einen Lapsus erlaubt. Häufig sind es die Linksverteidiger, zumindest in den letzten beiden Partien, die sich dann immer mal wieder so einen Fehler erlauben. Aber es waren auch schon andere Spieler. Karasor ist da zu nennen und auch in der Innenverteidigung gab es da ein denkwürdiges Debüt von Avuja. Das zieht sich aber irgendwie so durch, diese Slapstick-Gegentore. Deswegen meine Frage, siehst du da das größere Problem und denkst dir, wie er auch weiter sagt, irgendwann wird der Ball halt vorne mal reingehen und dann läuft's schon? Oder sagst du, dass es allgemein insgesamt die ganze Mannschaft, da passt es noch nicht richtig? Es fehlt irgendwie vielleicht ja an einem klar erkennbaren Gerüst oder so? Ich tue mich da echt schwer in der Fehleranalyse, ne? Weil man kann jetzt sagen, das System Walter überfordert eventuell die deutsche Innenverteidigung, aber hey, wenn du da Mann gegen Mann spielst und du gehst ins Kopfballduell, dann hast du ja nicht irgendwie Tim Walter im Hinterkopf, der sagt, hey, wenn du den Ball gewinnst, dann musst du gleich nach links oder nach rechts oder sonst wohin spielen, aber schlagen auf keinen Fall lang. Das sind ja individuelle Fehler und ich weiß nicht, warum die passieren. Also ist es dann wirklich Kopfsache, denkt man, wenn man ins Spiel geht gegen Holstein Kiel, naja, das gewinnen wir sowieso irgendwie. Also ich kann es mir wirklich schlecht erklären und ich befürchte, dass da auch wieder relativ viele Faktoren zusammenkommen. Man ist vielleicht ein Stück weit zu überheblich. Ich denke, jetzt nach 2 Heimniederlagen wird man das nicht mehr sein. Auch der Trainer, kommen wir vielleicht hinterher noch zu, trägt in seiner Attitüde vielleicht ein bisschen dazu bei, dass der VfB oder die VfB-Spieler denken, na, eigentlich hätten wir das alles gewinnen müssen, das war jetzt nur Pech. Ja, und dann hast du halt das Quäntchen Glück nicht, was du brauchst. Dann hast du auch das Quäntchen Präzision nicht, was du brauchst. Und dann kommt halt so ein Saisonstart zusammen. Allerdings, wir reden ja gerade über den VfB, als ob er irgendwie 17. der ersten Liga wäre, aber wir sind ja aktuell noch Zweiter der zweiten Liga. Also es ist ja alles noch gut, aber es ist nicht so gut, wie wir es uns erhofft hatten. Also über die Punkte freue ich mich sehr. Über die 20 Punkte, über den Tabellenplatz, keine Frage, freue ich mich. Aus meiner Sicht waren die Ergebnisse auch verdient. Also es war jetzt nie so, dass der VfB als klar unterlegene Mannschaft dann als Sieger den Platz verlassen hat. Also gegen Fürth war es mit Sicherheit glücklich, dass man 3 Punkte geholt hat. Aber ich denke mal, ein Unentschieden wäre auch okay gewesen. Also von daher, mein Gott, so gehen halt Spiele manchmal aus. Aber im Großen und Ganzen war ich oder bin ich weiterhin der Meinung, dass der VfB zu Recht dasteht, wo er jetzt aktuell steht. Aber was genau, aber man muss ja, wenn ich kurz auch dann überlegen, jetzt nach den jüngsten Eindrücken, ob nicht viele Punktgewinne auch uns so ein bisschen verblendet haben, wie die Situation eigentlich ist. Ne? Also Aue oder Heidenheim oder vor allen Dingen auch Bielefeld, ne? Das hat halt irgendwie noch funktioniert. Aber war dann vielleicht auch, da hatten wir vielleicht auch das Glück, dass wir jetzt nicht mehr haben. Und ich kann dir kurz, ich glaube, das darf ich zitieren, eine Nachricht von der Eva zitieren, die wir ja nach dem Bielefeld-Spiel zu Gast hatten, die ja Arminia-Fan ist, und die schrieb mir nach unserer Niederlage gegen Kiel, unsere Niederlage gegen euch wird immer bescheuerter. Ne? Also so sieht man uns von außen, dass der VfB vielleicht in den ersten 8 Spieltagen so eine Lackbox war und jetzt schlägt's Pendel halt irgendwie um. Ja, wobei ich bei dem Spiel gegen Bielefeld schon sagen möchte, dass das für mich jetzt nicht reines Glück war. Natürlich, dass du in der 93. oder 91., ich weiß nicht mehr genau, wann es war, ein Tor erzielst, ist natürlich dann einfach schon auch Glück, aber wie das Tor gefallen ist, war kein Glück. Das war einfach Qualität. Ja, also das lasse ich mir jetzt auf Twitter gab es ja schon ein paar Diskussionen darüber, nicht madig reden. Und für mich ist das einfach Qualität gewesen, was Kempf in dem Moment da für einen Pass ausgepackt hat, die Art und Weise, wie Förster dann den Ball verarbeitet hat und dann auch das Auge hatte für Al-Ghadoui, das ist einfach Qualität. Das heißt, die Qualität haben wir und ob die dann in der 15. Minute zum Torerfolg führt oder in der 93.
ist mir am Ende egal, für meine Nerven ist es natürlich schöner, wenn es früher passiert, aber im Großen und Ganzen war das dann schon okay, dass man das so ein Spiel gewinnt. Das war okay, aber warum sehen wir die Qualität jetzt nicht mehr, ne? Also warum kämpft nicht ja solche Pässe häufiger? Also nach dem Auswärtssieg auf der Alm hat man ja so einen Pass nie wieder gesehen. Also seitdem sieht man ja mehr oder weniger Ballquergeschiebe um Mittelkreis herum und kein Tempo und keine Vertikalität. Also das ist ja die Frage, wenn man die Qualität nur ein einziges Mal sieht, ist es dann wirklich Qualität oder war es dann vielleicht doch nur Zufall und er wollte den Ball eigentlich wo ganz anders hinspielen? Also ich glaube schon, dass es auch, dass es Qualität ist, aber warum ruft man die nicht dann wiederholt ab? Also gegen Wien Wiesbaden war es, glaube ich, enorm schwer, da wirklich Tiefe ins Spiel zu bekommen, weil die so tief hinten drin standen und das Risiko einfach, dass der Ball abgefangen wird, enorm groß war, wenn du zum Beispiel in Kempf versuchen würde, durch zwei, drei Abwehrspieler hindurch zu passen. Das ist einfach enorm schwierig. Karasor hat das zweimal probiert gegen Wien Wiesbaden. Einer kam auch an und jetzt am Sonntag gegen Bielefeld, ich überlege gerade, wer diesen Pass gespielt hat auf Silas, war das nicht auch Kempf? Hat auch mal so einen Ball gespielt und Silas kam irgendwie ein paar Schritte zu spät. Also da war die Idee auch da. Sie versuchen das schon, aber es fällt dir natürlich schwerer gegen so tiefstehende Mannschaften. Nur ist das keine Überraschung. Also jetzt am 10. Spieltag, ja, können wir nicht mehr. Das hast du schon eigentlich schon vor der Saison gegen Hansa Rostock im Pokal gesehen. Das war ja so eine Blaupause, wie von den 17 Gegnern vermutlich 14 gegen den VfB spielen werden. Für mich war noch mehr eine Blaupause das Spiel gegen Aue. Also Rostock gebe ich dir auch seitdem, recht. Seitdem funktioniert es ja auch nicht mehr gegen tiefstehende Gegner. Ja. Also gegen Rostock gebe ich dir absolut recht, aber da dachte ich mir halt noch, ja gut, als Drittligist, der jetzt hier gegen eine Top-20-Mannschaft aus der Bundesliga, also du verstehst, was ich meine, halt Bundesliga, ja. Erweiterte Bundesliga sozusagen antritt, ja, da würde ich mich halt auch als Trainer meine Mannschaft so aufstellen, dass man auf die Konterchance lauert. Und man muss dazu sagen, Rostock hat das jetzt deutlich offensiver bestritten als zum Beispiel Aue oder Wien Wiesbaden. Also die waren schon noch ein bisschen mutiger. So, aber was Aue dann gemacht hat, war, ey, wir gehen in das Spiel und haben unser Wunschergebnis. Und das verteidigen wir jetzt. Also ab der ersten Sekunde des Spiels haben wir eigentlich unseren Erfolg, das 0-0. Und mit zunehmender Spielzeit wird der VfB ungeduldig. Es werden Chancen kommen und da müssen wir halt mal irgendwie eine reinmachen. Und im Endeffekt können wir uns dann wieder aufs Verteidigen konzentrieren und vielleicht dann noch einen Konter fahren oder so. Und es hat für Aue nicht so ganz funktioniert, wobei sie natürlich auch die Riesenmöglichkeit hatten, durch Testrot, glaube ich, da kurz vor Schluss. Also das hätte klappen können, aber ja, hat's nicht. Und Wien Wiesbaden hat das halt ausgenutzt, dass wir sehr, sehr schläfrig waren in der Anfangsphase. Das war diesmal nicht so gegen Kiel. Dafür war es halt dann der Moment nach Bart Stubers gelb-roten Karte, wo irgendwie dann noch nicht so richtig die Zuteilung gepasst hat. Da habe ich mir übrigens auch überlegt, und da können wir jetzt schon so ein bisschen aufs Kiel-Spiel überleiten. Karasor wurde ja diesmal auf die Bank gesetzt, ja. Also damit kann ich auch leben. Ich fand die Entscheidung absolut nachvollziehbar. Aber bei dem Gegentor dachte ich mir so, vielleicht wäre in dem Moment Karasor hilfreich gewesen auf dem Platz. Ist natürlich jetzt alles sehr spekulativ, aber er ist halt jemand, der zur Not dann auch mal kurz in der Innenverteidigung aushelfen kann. Er kann Innenverteidiger spielen und es fehlte ja da eindeutig zum einen die Zuordnung und zum anderen natürlich auch die Intensität von Insua im Zweikampfverhalten. Aber wenn da halt jetzt noch ein weiterer Abwehrspieler mit im 16er gewesen wäre, dann hätte sich Insua vielleicht auch schon früher an oder hin zu Lee orientieren können und dann hätte der vielleicht gar nicht die Möglichkeit gehabt, so auszuholen, so hoch zu springen und dann den Kopfball so zu setzen, wie er dann letzten Endes gesetzt wurde, was ja auch mehr oder weniger glücklich war, wenn man schon beim Thema hat. Ich wollte gerade sagen, hat er den gesetzt oder ist ihm der irgendwie nur glücklich auf den Kopf gefallen? Er ist halt hochgegangen. Also es war ein tolles Tor, gar keine Frage, aber es war, ja. Ja, er ist halt hochgegangen, wollte irgendwie einen Ball treffen und hat gehofft, dass der irgendwo hinkommt und für Gefahr sorgt. Also typische 16er-Situation, wenn da so ein Ball von oben runterfällt, sage ich jetzt mal. Ja, klar, ja. Eigentlich ist das ja auch der Moment, wo ich sage, hier musst du als Abwehrspieler definitiv derjenige sein, der den Ball irgendwie behauptet oder beziehungsweise dann klärt, weil ich verstehe es, wenn eine Flanke ganz scharf reinkommt, dann hast du als Abwehrspieler immer so ein bisschen das Problem, dass dein Gegenspieler mit Dynamik kommt, aber das war ja absolut nicht der Fall, also ich war der Meinung, Insua hat das einfach völlig falsch eingeschätzt, hat ein bisschen gepennt und dann fällt der Ball halt unglücklich hinter Kobel ins Tor. Jetzt kann man vielleicht auch noch darüber diskutieren, ob Kobel einen Schritt zu weit vorm Tor stand. Aber der hat dann auch gute Dinge gehalten. Also nee, den möchte ich jetzt ja auch nicht verteufeln. Also in Zur und Lee sind
gleich groß. Also Lee ist 1,80, Insua ist 1,81. Ja, Timing. Dann hat natürlich auch viel mit Timing zu tun. Und klar, wenn halt ein Lee dann irgendwie gegen einen Innenverteidiger ins Kopfballduell muss oder gegen jemanden, der deutlich größer ist, hat er es schwerer. So, ja, es ist halt viel Timing einfach. Da kann man dann, klar, Insua ist ein bisschen schläfrig, aber das sind dann Bruchteile von Sekunden einfach, ne? Also die er dann irgendwie früher oder später hochgehen muss, um den Ball zu bekommen, ist halt eine schwierige Situation. Aber in dem Moment hätte ich mir, wie gesagt, vorstellen können, dass ein Karasor vielleicht von der Sechserposition in die Innenverteidigung gerückt wäre und einfach für ein bisschen mehr Stabilität so kurz nach dem Platzverweis gesorgt hätte. Ist natürlich, wie gesagt, müßig jetzt darüber zu diskutieren und wir werden es auch nie herausfinden. Nichtsdestotrotz, waren dann noch genügend Minuten übrig, um dieses Spiel wenigstens noch unentschieden irgendwie zu erreichen. Und selbst da ist ja dem VfB wirklich überhaupt nichts mehr eingefallen. Ich fand, ja, genau, ich war auch nicht im Stadion und ich habe es auch wirklich nicht komplett gesehen, auch nicht nochmal Real Life geguckt. Ich war ja, habe mich entschieden, zum 5. Geburtstag von meinem Patenkind zu gehen, habe es dann im Endeffekt auch nicht bereut, dass ich dann im Garten saß und Torte gegessen habe. Habe dann aber natürlich den Ticker laufen lassen und habe dann die letzten 10 Minuten dann auch noch auf dem Handy irgendwie heimlich geguckt. Bin natürlich erwischt worden, war dann aber nicht so schlimm. Da schien es ja dann wirklich so, dass Kiel näher am 0-2 oder am 2-0 als der VfB am Ausgleich. Und das ist dann irgendwie sowas, was ich halt überhaupt gar nicht verstehe. Also ich verstehe auch nicht, dass sich die Heimmannschaft, der VfB als Heimmannschaft durch die gelb-rote Karte so aus dem Konzept bringen lassen kann und dass man es dann nicht mehr schafft, irgendwie nochmal zurückzukommen. Ich habe dann auch gedacht, klar, im ersten Saisonspiel gegen Hannover, da hat der VfB geführt, aber da hat ja auch die Gelb-Rote dann gegen Avuja eigentlich gar nichts gemacht, ne? Da stand das Stadion auch dann komplett hinter dem VfB und dann war das irgendwie gar kein Thema und dieses Mal hat er so einen kompletten Bruch im Spiel herbeigeführt und ich frage mich mittlerweile wirklich, also wie wichtig ist Holger Badstuber eigentlich, weil seine Bedeutung, die steigt ja mit der Aktion eigentlich nochmals, weil ohne ihn scheint es ja irgendwie nicht zu funktionieren. Also ich fand, in dem Spiel sind ganz viele Dinge passiert. Wenn wir jetzt bei der gelb-roten Karte bleiben, wie gesagt, wir sprechen gleich noch ausführlich über die Aktion, dann würde ich sagen, dass ein Interview von Stenzel, das er nach dem Spiel gegeben hat, so ein bisschen auch mein Gefühl wiedergespiegelt hat. Nämlich, dass die Mannschaft wusste, jetzt wird's brutal schwer und im Endeffekt, ja, können wir das kaum noch schaffen. Also den Eindruck hat die Mannschaft auch auf mich gemacht, als ich das Ganze so beobachtet habe von meinem Platz. Ich habe halt einfach nicht das Gefühl gehabt, dass hier alle noch daran glauben, dass man irgendwie noch das 1-1 erreicht. Und vielleicht denkt man dann auch ein bisschen zu groß und überlegt sich dann, wie können wir jetzt das Spiel noch drehen, also komplett drehen zum 2-1 hin. Und dann wirkt die Aufgabe vielleicht noch größer, als erstmal dieses Unentschieden zu erreichen. Und so kam es mir halt einfach vor. Also da kam halt nichts mehr. Von keinem Spieler, kein Aufbäumen. Es gab noch diese Koulibaly-Chance in der 85. als er da durch Zufall den Ball kurz hinter den zweiten Pfosten setzt. Ja, der hätte vielleicht, ja, das wäre auch absurd, ja, irgendwie die. Also, aber so wollte er nicht, aber das wäre auch eine komplett absurde Szene. Ja. Sonst war nichts. Und das ist das, was mich dann wirklich wütend macht als Fan. Ja, wenn ich da sitze und sehe, da sind Spieler, die alle sich für ziemlich cool halten. Ja, unterstelle ich den Jungs jetzt einfach mal. Du hast da einen Gonzales, der jetzt Nationalspieler ist, der argentinischen Nationalmannschaft. Von dem kommt rein gar nichts, null. Viel lamentieren, viel auf dem Boden liegen, Karten fordern und so. Das mag ich in dem Moment nicht. Also nicht, wenn es für dich einfach nicht läuft als Mannschaft. Ja, also dann gehört das einfach für mich überhaupt nicht auf den Platz. Ich kann verstehen, dass wenn du irgendwie so im Lauf bist und hast was geleistet, dass du dich dann vielleicht ein bisschen besser fühlst und das auch zum Ausdruck bringen willst, kann ich nachvollziehen, aber ich fand das total unangebracht nach dem Spiel gegen Wien Wiesbaden und natürlich auch jetzt nach der zweiten Halbzeit, die mich dann eher gegen Kiel gestört hat, weil die erste Halbzeit und da nochmal hinzuspringen, die fand ich eigentlich stark, ja, also da bin ich bei Tim Walter, der sagt, Mensch, da müssen wir halt einfach mal ein Tor machen und das stimmt, also die erste Halbzeit fand ich insgesamt gut vom VfB, ich würde sogar so weit gehen und sagen, stark, für mich gab es nur Sekunde, ne? Ich glaube, es gab eine gute Kiel-Chance. Ja, genau, von Serra, als der den Ball verlängert und Schmidt so ganz knapp am zweiten Pfosten verpasst hat. Das war eine große Chance. Und wir hatten natürlich Glück, dass der Schiedsrichter die Situation, ich glaube, es war so nach 30 Minuten falsch eingeschätzt hat, als Lee und, ich glaube, wieder Serra war es, alleine auf Kobel zu marschiert sind und abseits gepfiffen wurde. War nämlich eigentlich kein Abseits. Da hatten wir auch noch so ein bisschen Glück. Aber ansonsten war der VfB in der ersten Halbzeit klar überlegen, hat gute Chancen gehabt. Nie richtig zwingend, muss man sagen, aber es gab halt diesen Lattenschuss von Silas, der kann halt gerne mal reingehen
Und dann bin ich wieder bei Gonzales, der so eine Großchance wirklich in 18-19er Manier verballert. Mhm, die habe ich sogar gesehen auf der Autofahrt dann zum Geburtstag hin. Das fand ich auch nicht wirklich stark. Also das muss halt dann sitzen, so ein Ding. Also ja, er hat davor ja auch. Das kriegt den Ball ja mehr oder weniger zufällig vor die Füße gespielt. Ja. Also klar, den darf er auch reinmachen und ihm wird es natürlich auch mal total gut tun, mal ein Tor zu erzielen. Aber das Ding von Gonzales, also da denke ich auch, da muss man echt mehr draus machen. Genau, und was ich damit sagen will, ist, die erste Halbzeit wurde eigentlich vom VfB gut angenommen und es war genau das Gegenteil von dem, was wir letzte Woche oder vor zwei Wochen gegen Wien Wiesbaden gesehen haben. Aber dann kommt das Problem, du bringst dich durch dieses Spiel gegen Wien Wiesbaden in die Situation, dass du jetzt Zugzwang, ja, gewinnen musst gegen Kiel. Mhm. Und also so ein bisschen wirkte es auf mich so, die kommen da raus, ja, sind auch deutlich früher als die Kieler wieder auf dem Platz gestanden nach der Halbzeit und wollen jetzt hier unbedingt zeigen, dass sie das Ding gewinnen. Und vielleicht war da gerade dann auch bei Holger Bartschuber oder so, einfach so ein bisschen der Übermut mit dabei, beziehungsweise vielleicht war er zu sehr angestachelt von dem Gedanken, hier als Sieger vom Platz gehen zu wollen. Ich weiß es nicht genau, aber vielleicht hat er da so ein bisschen über die Stränge geschlagen. Also da fehlte dann die Geduld auch so ein Stück weit der Mannschaft. Das war in der ersten Halbzeit besser. Ja, da hat man einfach das Spiel besser beherrscht und sich, wie gesagt, Chancen erarbeitet. Und ich glaube, dass das die richtige Marschroute war. Und in der zweiten Halbzeit hat man das Ganze so ein bisschen verlassen wieder. Und nach 53 Minuten gab es dann halt eben diese ominöse gelb-rote Karte gegen Holger Bartstuber. Und da können wir ja gleich mal überleiten, bevor wir dann weiter über das VfB-Spiel an sich sprechen. Sebastian, du hast es natürlich mittlerweile dir mit Sicherheit nochmal angeguckt. Fangen wir mal an mit der ersten gelben Karte in der 30. Minute. Hast du das gesehen? Die habe ich tatsächlich nicht gesehen, habe sie auch nicht mehr angeguckt. Aber so, okay. Ich habe das ist ja auch mal ganz gut, wenn man es nicht selber gesehen hat, sondern nur so die Stimmen um sich rum mitbekommt. Da sagen alle Ball zu weit vorgelegt, blöde Aktion, aber klar gelb. Das Hauptproblem in dem Moment war, dass Massimo, der, wir haben es glaube ich vorhin schon angesprochen, so ein bisschen enttäuscht in diesem Spiel, einfach nicht in die Tiefe gegangen ist. Also er hatte Platz vor sich, er hatte Wiese vor sich und ich dachte die ganze Zeit, warum läuft der denn jetzt nicht? Und der Bartschuber läuft mit dem Ball und wartet im Endeffekt, dass Massimo anspielbar ist. Mhm. Und Massimo läuft einfach nicht die Linien lang, setzt nicht zum Sprint an, steht aber auch nicht frei. Also er hätte jetzt auch nicht irgendwie mit einem 4-5-Meter-Pass angespielt werden können. Mhm. Hat sich da einfach ungeschickt verhalten und das führte halt dazu, dass Holger Bartschuber irgendwann nicht mehr konnte und dann den Ball, wie du richtig mitbekommen hast, sich zu weit vorgelegt hat. Und dann halt in typischer Bartschuber-Manier mal so eine fette Grätsche ausgepackt hat. Ich glaube, das war mehr Frust über Massimo, den er da entladen wollte. Ja. Und er musste dann der Van der Berg dann genau ausbaden. Ja. Richtig, der aus kriegt das Ding ab. Ja. Völlig okay, die gelbe Karte. Gibt es keine zwei Meinungen aus meiner Sicht. Die zweite gelbe Karte war schon etwas Diskussions- oder da könnte man ein bisschen länger drüber diskutieren, so ist es richtig. Da war es so, dass Bartschuber seinem Gegenspieler, jetzt weiß ich nicht mehr, wer es war, Sarah, ich weiß es nicht mehr genau, ist auch wurscht, auf jeden Fall auf den Fuß gestiegen ist und dann anschließend ihn auch noch am Trikot gehalten hat. So, der Schiedsrichter hat das Ganze als taktisches Foul ausgelegt und hat ihm gelb-rot gegeben. Es war erst sein zweites Foul, muss man dazu sagen, aber es war aus meiner Sicht eine nachvollziehbare gelb-rote Karte, weil das halt auch wieder so eine relativ dumme Aktion ist, wenn du gelb vorbelastet bist und weißt, das Trikot ziehen und taktisches Foul dann natürlich eine gelbe Karte zur Folge haben, da musst du dich in dem Moment etwas cleverer anstellen. Und das hat er nicht getan und ist aus meiner Sicht hier zu Recht mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Genau, das habe ich gesehen tatsächlich, weil ich habe dann die Push-Meldung vom Kicker bekommen, Platzverweis in Stuttgart, Holger Bartstuber, Gelb-Rot. Und dachte ich mir, na gut, wenn der Stream halt immer irgendwie so eine Minute hinterher ist, dann mal schnell rein, dann habe ich es noch gesehen. Und dachte im ersten Moment, hey, komplette Fehlentscheidung. Aber dann, wenn du es dir in der Zeitlupe anguckst, er hängt halt ihm ewig lange, also nicht nur in der Zeitlupe ewig lang, sondern auch in der Realität ewig lange am Trikot. Und das ja, während der Kieler ja Richtung Kieler Tor läuft. Er läuft ja quasi in die andere Richtung und er hält ihn. Und es waren dann zwei gelbwürdige Fouls und er hat es dann für zwei Fouls zwei gelbe Karten bekommen. Und wie ich heute auch dann schon geschrieben habe, man kann diese Linie fahren, aber dann wird man sich halt oder wünsche ich mir, dass halt alle Schiedsrichter, die in der zweiten Liga pfeifen, diese Linie fahren und dass dann halt auch Spieler vielleicht dann von Greuther Fürth auch relativ schnell dann gelb-rot sehen, zum Beispiel, wenn sie in Stuttgart halt irgendwie alle umtreten. Also ich habe da jetzt irgendwie keinen finde das, ich bin ja emotionslos, was die Gelb-Rote angeht für Bartstuber. Das kann man schon machen. Und in dem Spiel war es ja dann auch konsequent, wie er gepfiffen hat. Aber
ist halt die Frage, kriegt man jemals irgendwie eine einheitliche Linie hin, weil in anderen Spielen können die Spieler sich dann halt die Beine irgendwie blau und grün und lila treten und in anderen Spielen kriegst du halt dann für zwei Fouls dann zwei gelbe Karten und fliegst vom Platz, das ist halt irgendwie ein bisschen schwierig, aber ja, also wenn man sich die beiden Szenen so singulär anguckt, dann ja, gelb-rot kann man schon machen. Ich habe es für mich so bewertet, in dem Moment, als der Schiedsrichter gelb-rot gegeben hat, war eigentlich das Spiel, oder es war eigentlich komplett über die 90 Minuten sehr fair. Also es war jetzt nicht irgendwie eine harte Partie, dass man unbedingt mal ein Zeichen setzen musste und jemanden vom Platz stellen oder eben eine gelbe Karte geben musste. Deswegen hier hätte ich es, glaube ich, besser gefunden, wenn er gesagt hätte, Junge, noch eine Aktion, dann ist heute Feierabend. Und so dem Trainer die Möglichkeit gibt, den Spieler runterzunehmen. Ich glaube, das hätte ich jetzt hier begrüßt. Aber wie gesagt, rein vom Regelwerk her ist es schon in Ordnung, wie er es gemacht hat. Aber ich gebe dir natürlich recht. Wir haben das Spiel gegen Fürth miterlebt und da lief es halt komplett anders. Ja? Also du hast es ja gerade gut erklärt. Da gab es halt keine Konsequenzen für Seguin oder andere Spieler, die da ziemlich ins Mett gehauen haben. Und das nervt mich natürlich auch so ein bisschen. Ich hoffe halt, dass sich das auf Dauer dann mal irgendwann wieder ausgleicht. Normal ist es ja auch so. Ja, Klos ist ziemlich schnell vom Platz geflogen. Jetzt genau, ich wollte gerade sagen, das war ja 1:1-Situation von Fabian Klos, ne, ja, beim Spiel in Bielefeld, als der meckert einmal und dann geht er noch einmal mit dem Ellenbogen in den Zweikampf. Ja, man kann beide Male gelb geben. Man kann aber auch sagen, hey, noch eine Aktion und du bist draußen. Ja, und du wurdest eine harte Linie gefahren in Bielefeld für ein VfB, jetzt gegen den VfB. Ja, und deswegen tue ich mich da auch relativ schwer, mich da zu echauffieren. Ist halt so. Ja. Und ich bin der Meinung halt, dass, wie gesagt, ein VfB mit dem Kader eigentlich auch zu 10 gegen 11 Kieler mehr als 0 Punkte holen könnte. Ja, absolut. Es stand ja auch noch 0-0 als Bartschuber vom Platz. Eben, ja, das ist ja das Ding, ne? Also nicht so, ja, du liegst zurück und dann fliegt noch einer runter und denkst du, hey, wie sollen wir jetzt einen Rückstand aufholen mit nur 10 Mann? Nee, es steht 0-0, also hast du noch alle Chancen. Und das meine ich auch mit dem Vergleich dann zum ersten Saisonspiel gegen Hannover, klar, da lagen wir schon in Führung, aber trotzdem, das war echt so ein Moment, hey, dann schmeißt du den Avucha runter, das ist halt eine komplette Fehlentscheidung, aber da stehen wir zusammen und jetzt erst recht halt, ne? Und dieses, was ich so mitbekommen habe, dieses jetzt erst recht, das habe ich irgendwie am Sonntag nicht so verspürt. Nee, war auch absolut nicht da, aber so einfach lasse ich den Bartstuber noch nicht hier vom Haken. Nee, ich finde, Holger Bartstuber hat relativ deutlich gemacht, was er von sich für einen Anspruch hat oder was er an sich für einen Anspruch hat und auch an seinen Mannschaftskollegen, nicht zuletzt im Rasenfunk-Interview vor einer Woche. Ich finde, dass dann ein Spieler, so wie er, sich da einfach geschickter anstellen muss. Also solche Aussetzer kann ich einem Holger Bartstuber, das klingt jetzt ein bisschen oberlehrerhaft, aber die kann ich ihm einfach nicht mehr durchgehen lassen. Das geht nicht. Da muss er einfach cleverer sein, sich besser positionieren oder einfach ja die richtigen Mittel suchen, die er in dem Moment anwenden kann, um halt eben keine gelb-rote Karte zu bekommen. Also aus meiner Sicht hat Bartstuber hier der Mannschaft massiv geschadet. Und ich glaube, Tim Walter hat das heute im Pressegespräch am Montag ähnlich formuliert. Er hat, glaube ich, gesagt, er hat uns damit einen Bärendienst erwiesen oder so. Ja, ein Bein gestellt. Ein Bein gestellt. Relativ schön. Also ja, eine ganz nette Äußerung von Tim Walter. Ja, und es stimmt auch. Es ist halt einfach absolut richtig. Ja, also du hast sowieso schon so ein schweres Spiel. Tiefstehender Gegner, muss irgendwie die Bude da reinmachen und es fällt dir nicht so besonders leicht. Das Publikum auch schon etwas unruhig, ja, das ging ja schon in der 30. Minute los. Also bei mir, Gott sei Dank, ging's diesmal. Ich habe mich wieder für meinen alten Dauerkartenplatz entschieden. Im schwierigen Umfeld. Ja, es war weiterhin schwierig, aber nicht ganz so extrem wie vor 2 Wochen. Okay. Also ja, es war natürlich immer noch Haupttribünenpublikum und es ging da auch schon ab der 20. Minute los, dass das alles nur eine Katastrophe ist, was die da spielen. Aber auch darauf kommen wir später noch zu sprechen. Aber so ganz schlimm wie letzte Woche wurde es Gott sei Dank nicht. Nichtsdestotrotz fehlte eigentlich ja genau dieser Zusammenhalt, den du ja jetzt schon mehrfach angesprochen hast bei Avuchas gelb-roter Karte, fehlte hier auch. Also diese Verbundenheit zwischen Mannschaft und Zuschauer in solchen Situationen zusammenzuhalten und jetzt erst recht, das fehlte auch ein Stück weit. Was nicht bedeuten soll, dass die Zuschauer schuld sind, dass der VfB jetzt ein paar Minuten später das Gegentor bekommt. Das meine ich damit nicht. Aber Holger Bartstuber hat sich in diesem Moment wahnsinnig dämlich verhalten und hat es dann einfach mal durchgezogen, als er den Platz nämlich verlassen hat und die Schiedsrichter beleidigt hat. Ich sage jetzt bewusst die Schiedsrichter, weil ich weiß nicht genau, wen er jetzt angesprochen hat mit seiner dämlichen Äußerung. Und es ist mir letzten Endes auch egal, ob er jetzt einen Linienrichter gemeint hat, den vierten Offiziellen oder wen auch immer. Es war halt eine saudumme Äußerung zu diesem Zeitpunkt. Er beleidigt da, wie gesagt, die Schiedsrichter und schadet der Mannschaft sozusagen nochmal.
Und also, da fällt mir dann nichts mehr ein. Also da erwarte ich von einem Spieler seines Formats einfach mehr. Ja, da musst du dich besser im Griff haben. Auch wenn man sagen kann, auf dem Platz, da kochen die Emotionen hoch und der Holger ist ein Hitzkopf. Alles richtig. Aber in dem Moment geht das nicht. Aber er ist ja kein Hitzkopf, das ist ja das Ding. Also er ist jetzt ja schon echt lange, lange dabei. Und wir kennen ihn ja auch schon irgendwie bei den Bayern und jetzt dann auf Schalke kurz und bei uns seit mehr als 10 Jahren. Und er ist ja alles nur kein Hitzkopf. Und ich finde, du kannst halt einem Innenverteidiger wie Holger Badstuber, der jetzt dann 30 Jahre alt ist, echt alles vorwerfen. Also mangelndes Tempo und mangelnde Einsatzbereitschaft und dass er mit dem Kopf vielleicht schon bei einem anderen Verein ist, ist ja alles okay. Aber wenn du ihm mangelnde Cleverness vorwerfen muss, das ist halt irgendwie schwierig, ne? Und da musst du einfach runtergehen und den Mund halten, weil er schadet ja einfach dem Verein. In dem Fall ist auch völlig egal, ob er jetzt die Schiedsrichter wir können ja sagen, ob er sie jetzt Muschi nennt oder drei oder vier beliebige Schimpfworte aneinander. Ja. Es ist völlig egal, aber er schadet damit sich, er schadet vor allem dem Verein. Und das sollte ihm halt nicht passieren. Jemanden, der Champions League gespielt hat, der Nationalmannschaft gespielt hat, das ist halt einfach schwierig. Also, aber das zeigt natürlich auf der anderen Seite auch, dass er sehr, wenn man es jetzt positiv auslegen will, dass er sehr involviert ist, wie es dem VfB geht und dass er nicht dann sagt, ja gut, dann gehe ich halt runter und ist mir egal, sondern er ist da schon sehr, sehr mit dabei, aber das sollte einem wie ihm halt wirklich nicht passieren. Holger ist halt der typische Bruddler, kann man fast schon sagen. Also eigentlich passt absolut, er perfekt zu diesem Verein und ich glaube, der hat sich da halt tierisch über sich selber aufgeregt, wusste nicht, wohin mit dem Frust. Und lässt den halt am Schiedsrichter aus. Ja, du und siehst ja auch, der regt sich über sich auf, er regt sich über seine Mitspieler auf, sein Signature-Move ist ja der nach unten hängende, schüttelnde Kopf. Ich finde das total großartig, weil so einen brauchst du ja, ne? Der sagt, hey, das war scheiße, wir müssen das besser machen. Und in dem Fall konnte er es dann vielleicht nicht anders kanalisieren, als in einer Beschimpfung gegen das Schiedsrichterteam. Das macht es nicht besser, vielleicht ein Stück weit verständlicher. Sebastian? Aber es sollte ihm nicht passieren. So jemand brauchst du. Aber ich finde, wenn Holger Badstuber in 90 Minuten oder jetzt waren es ja nicht ganz 90, wie lange war es? 57, 53. 53, genau. Mhm. 53 Minuten nur ein Drittel seiner Zweikämpfe gewinnt und mit einer jungen Mannschaft da auf dem Platz steht, finde ich, fängt es da schon für mich an, dass man einfach als Vorbild ein bisschen vorangeht und nicht eben den Kopf immer nach unten senkt und hin und her schüttelt. Da kann man 10-mal sagen, so ist der Holger, aber das überträgt sich vielleicht doch auf jüngere Spieler wie ein Roberto Massimo. Und wenn der halt nach 20 Minuten von Holger Badstuber erstmal zusammen gepfiffen wird, was er denn für ein Rindvieh sei, dass er da nicht vorläuft, ja, dann überlegt er sich bei der nächsten Aktion 2-mal, was er jetzt macht. Also es ist halt einfach so. Und es war ja nicht nur Massimo, der von Holger da zusammengeschissen wurde. Und wie gesagt, ich finde das ja an sich gut, dass es so einen Spieler gibt. Du hast es gerade eben auch erklärt. Aber es gibt natürlich dann auch Phasen im Spiel, da muss dieser Spieler selber seine Leistung bringen und ein Stück weit das rechtfertigen, was er da auf dem Platz versucht zu verkörpern, ja. Und das fehlte mir in dem Spiel zum Beispiel komplett. Das, was ich bei Badstuber in den letzten Partien immer wieder gelobt habe, diese Übersicht, diese Ruhe, auch in stressigen Situationen, hat er in diesem Spiel, finde ich, nicht so ausgestrahlt wie eben zuletzt oder wie zuletzt. Und dann noch mit diesem Abgang, ja, das ist natürlich dann auch wieder so ein Moment, wo du dir die Frage stellen musst, ob das ein Mannschaftslieder sein kann, der so vom Platz geht. Also, finde ich schwierig. Und um das nochmal auf den Punkt zu bringen, das möchte ich auch unbedingt noch loswerden. Und du hast es, glaube ich, auch schon gesagt. Mir ist es egal, ob er jetzt hier das Schimpfwort Muschi benutzt oder Hund oder Vollidiot oder was auch immer. Darum geht es mir gar nicht. Ich führe hier keine Sexismusdebatte. Da bin ich auch absolut der Falsche für. Aber du kannst nicht vom Platz gehen und den Schiedsrichter beleidigen. Das weiß ich in der Kreisliga und das erwarte ich von einem Bundesligaspieler mit dem Anspruch, Champions League zu spielen, schon 3-mal. Und sorry, dass ich darauf rumreite. Er hat es schließlich damals gesagt, jetzt muss er halt auch damit leben, dass es immer wieder rausgeholt wird, dass er gerne Champions League spielen würde. Was auch okay ist. Genau, wir haben ja die gelb-rote Karte von Holger Badstuber mit der gelb-roten Karte für Fabian Klos verglichen. Der ist sogar Kapitän bei der Arminia. Der ging runter, fühlte sich vermutlich genauso ungerecht behandelt wie Holger Badstuber gestern. Und ja, der ging halt runter, ne? Und dann hat halt sein Einspielsperre abgesessen, jetzt ist wieder am Start. Und Holger Badstuber wird jetzt wahrscheinlich doch relativ lange oder länger ausfallen. Und das ist halt nicht gut. Also, und das sollte einem Mann seiner Klasse und seiner Erfahrung eigentlich nicht passieren. Der DFB hat jetzt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet gegen Holger Badstuber. Also, da wird definitiv was kommen. Wie viele Spiele bleibt abzuwarten, aber ich vermute mal, unter 3 wird er da nicht rauskommen.
Und dann noch die gelb-rote Karte mit dazu. Das heißt, der wird uns jetzt erstmal 4 Spiele mindestens fehlen, ist meine Vermutung. Dann soll es vielleicht auch noch vereinsinterne Geldstrafe geben. Da hätte ich überhaupt nichts dagegen. Der Dennis braucht nämlich noch Geld. Also wenn jemand sich da ja vortun will, Herr Badstuber, verdoppeln Sie doch einfach Ihre Strafe und überweisen Sie den Rest an den Dennis. Der würde sich sehr, sehr freuen, wenn er relativ schnell bei seinen 110.000 Euro ist. Aber gut. Ja, also vereinsintern wird da vermutlich auch noch was kommen. Was mich auch noch interessiert, wie siehst du die Äußerungen seiner Mitspieler nach dem Spiel? Also Mario Gomez, der zum Beispiel gesagt hat, falls das Wort gefallen ist, also Muschi, wäre es unnötig. Ich will ihn nicht in Schutz nehmen. Natürlich macht man das nicht und er würde es wahrscheinlich auch nicht wieder machen. In der Situation ist das aber ein Stück weit Fußballdeutsch. In der Emotion auf dem Fußballplatz fallen noch ganz andere Wörter. Also das hat man jetzt von mehreren Spielern so gehört, dass man das Ganze nicht zu stark aufbauschen sollte. Das passiert halt mal und damit müsste man leben. Also auch Sven Mislintat hat sich in diese Richtung geäußert. Ja, was ist unsere Meinung dazu? Schwieriges Thema. Total schwieriges Thema. Und ich meine, also Holger Badstuber kriegt nach 2 Fouls die gelb-rote Karte und geht vom Platz und hat definitiv eine Meinung. Und was er sagen möchte oder was er dem Schiedsrichterteam mitgeben möchte, ist, ihr pfeift mittlerweile viel zu kleinlich oder ihr gebt für jeden kleinen Körperkontakt eine gelbe Karte. So, das möchte er sagen. Dass er es natürlich mit Puls 170 und Adrenalin bis zur Schädeldecke dann nicht hinbekommt, das klar zu artikulieren, sondern irgendwie versucht oder das dann irgendwie komplett runterbricht auf diese Äußerung. Ich habe da ein Stück weit Verständnis für. Das macht es natürlich nicht besser. Und dass die Stadionmikrofone das alles aufzeichnen und in die Welt rausstrahlen, macht es noch viel weniger besser. Das macht es halt eher noch viel schlimmer. Insofern muss man sagen, da gab es ja heute, du hast es mal auf Twitter gepostet, von der Zeitung, die wir nicht nennen, eine Umfrage. Ist das normales Fußballdeutsch oder muss das bestraft werden? Und es haben, glaube ich, bei der Zeitung mit den Buchstaben, glaube ich, über 80% gesagt, das ist normales Fußballdeutsch. Mhm. 86%. Genau, und ich würde sagen, ja, das ist normales Fußballdeutsch, aber es sollte trotzdem bestraft werden, weil es ist halt schwierig, das den Leuten irgendwie dann rauszubekommen, aber es geht halt nicht. Und ich bin dabei dir, also in dem Fall ist es eigentlich völlig egal, wie er irgendwie die Schiedsrichter tituliert. Er meint es als Beleidigung und das muss sanktioniert werden. Und er sollte einfach clever genug zu sein, um einfach ohne die Lippen zu öffnen, vom Platz zu gehen und sagen, okay, das war vielleicht irgendwie nicht so die allercleverste Aktion, ich nehme das Spiel Sperre, bin dann im Pokal gegen den HSV vielleicht wieder dabei, und so eine Äußerung darf nicht sein, sollte nicht sein, er schadet sich, er schadet dem VfB, ja, und damit ist eigentlich auch genug gesagt, aber da jetzt irgendwie so eine Generaldebatte aufzumachen, das ist mir dann auch zu viel einfach. Ja, das kam bei meiner Ausführung noch ein bisschen zu kurz. Er schadet nicht nur der Mannschaft und sich selber, sondern dem Verein an sich. Das stimmt auch. Also das kam bei mir jetzt so ein bisschen zu kurz. Das muss nicht sein. Da hast du natürlich auch eine gewisse Verantwortung als Spieler, der das Trikot mit dem Brustring da tragen darf. Ja, also das sollte man in der Stelle nicht unerwähnen lassen. Das Schiedsrichterteam wird halt nicht beschimpft. Also das ist ja ganz grundsätzlich so. Und es war jetzt ja auch keine krasse Fehlentscheidung. Ne? Also er baut halt zweimal Scheiße. Und man kann dann bei der zweiten Aktion sagen, irgendwie Herr Badstuber, nächstes Mal noch einmal, Sie sind draußen. Nee, er gibt ihm halt gleich gelb-rot. Das muss man halt akzeptieren. Und klar ist es in der Situation schwierig, das zu akzeptieren. Aber so im Nachhinein, es ist halt keine krasse Fehlentscheidung. Da haben wir im Laufe der noch jungen Saison echt schlimmere Entscheidungen gesehen. Das kann man machen, das war okay. Und ja, und er ist halt irgendwie kein junger Kerl, der dann seine, wie sagt man, seine Gäule nicht im Zaum hat, sagt man das so? Keine Ahnung. Da muss er irgendwie cooler bleiben. Absolut. Und damit ist das Thema von unserer Seite auch abgearbeitet. Ja. Und wir hoffen einfach, dass die Sperre nicht allzu lange ausfallen wird. Aber also ich rechne schon damit, dass es 3 Spiele werden. Ich glaube, es gab mal einen Fall mit Malika, der den Schiedsrichter als Arschloch bezeichnet hat, oder war es Ganea, und dafür 3 Spiele gesperrt wurde. Ja, genau weiß ich jetzt nicht mehr, wann das war, aber lässt sich bestimmt herausfinden. Und ich denke mal, in einem ähnlichen Rahmen dürfte sich Holger Badstuber auch bewegen. Bin mal gespannt, wie das dann sanktioniert wird vom DFB, aber da wird was kommen. Ich bin mal relativ gespannt, weil der hat eigentlich der Wortlaut an sich ja keine Beleidigung ist halt, ne? Also du bezeichnest das Schiedsrichterteam als flauschiges Kätzchen. Ja, also klar. Ich bin mal gespannt, also wie der DFB oder die DFL dann da irgendwie auch argumentiert.
Ja, ich meine, wenn ich jetzt jemanden oder zu jemandem ein Schwein sage, dann könnt ihr jetzt auch sagen, ja gut, das ist halt einfach ein Haustier beziehungsweise ein Nutzvieh. Also ist jetzt, weißt du, ich meine, also das könnte ja, ich jetzt auch argumentieren. Aber ich bin mal gespannt. Also hier ist es klar, ich meine, du musst jetzt halt nachweisen, rein rechtlich gesehen müsste Holger Badstuber jetzt nachweisen, dass der Schiedsrichter tatsächlich eine Muschi ist. Dann kommt er damit, glaube ich, durch. Ansonsten gilt es halt als Beleidigung. Das hat mir mal ein Anwalt erklärt. Wenn ich jemanden, wenn ich nachweisen kann, dass der von mir als Arschloch bezeichnete Autofahrer wirklich eins ist, dann habe ich ganz gute Chancen vor Gericht. Aber das Problem ist, das misslingt den meisten. Ja, gut. Ja, also, Holger Badstuber, krieg jetzt erstmal wieder den Kopf frei. Wir brauchen dich bestimmt nochmal. Aber ja, jetzt erstmal zugucken. Mal gucken, ob es der Herr Avuja für sich ausnutzen kann. Oder eben dann, ja, Nathaniel Phillips, ja, einer von den beiden, muss dann am Samstag gegen Kiel ran. Da kommen wir nachher noch dazu. So, ich möchte natürlich dieses Thema. Gegen Hamburg. Natürlich gegen Hamburg, ja. Es gibt ja kein Rückspiel in der Bundesliga. Das erste Mal, seit wir aufnehmen, dass ich dich korrigieren darf. Gott sei Dank. Ah, herrlich. Ich hätte es jetzt hier alleine, hätte ich es jetzt einfach durchgezogen. Ich hätte bis nächste Woche behauptet, dass wir gegen Kiel spielen. Vielen Dank dafür. Nein, ich möchte aber nämlich noch ein bisschen über Kiel sprechen, beziehungsweise über die letzten beiden Spiele, über die Entwicklung der Mannschaft. Das ist ein Thema, das wird auf Twitter heiß diskutiert, das wird auch in anderen sozialen Netzwerken heiß diskutiert und im Stadion allemal. Also, es herrscht eigentlich der Tenor, okay, Walter hat jetzt seine 10 Spiele gehabt, man erkennt keinen wirklichen Fortschritt, die Mannschaft hat keine Ideen, wenn sie gegen tiefstehende Gegner agieren muss. Es gibt eigentlich nur noch Querpässe, die wenig zielführend sind, die zwar dafür sorgen, dass der VfB immer eine geniale Passquote hat und auch hohen Ballbesitzanteil, aber ja, wenn es darum geht, Tore zu erzielen, gehört der VfB maximal zum Mittelmaß der zweiten Bundesliga und das kann nicht unser Anspruch sein. Schwere Frage, Sebastian, jetzt bin ich auf deine Antwort gespannt. Hat Tim Walter bislang keine Antwort gefunden auf das, was uns Gegner entgegensetzen? Oder ja, ist Tim Walter mit der Art und Weise, wie er Fußball spielen möchte, oder ist er da zu festgefahren? Und er spricht ja auch immer davon, dass er sich dem Gegner nicht anpassen möchte und so weiter und so fort. Er will sein Ding durchziehen. Also ist er da zu verkropft? Muss er sich da öffnen? Muss er ja dann auch vielleicht mal auf von ihm nicht so geschätzte Systeme zurückgreifen und dann doch mal sich für den langen, unpräzisen Ball entscheiden? Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Wir hatten es ja im Vorgespräch auch schon ein bisschen thematisiert. Also Tim Walter hat jedenfalls noch kein Spielsystem präsentieren können, was den VfB jetzt über 10 Spieltage überzeugend irgendwie zum Erfolg gebracht hätte. Kurzer Einwand von mir oder Frage, auch nicht ansatzweise? Ansatzweise schon, aber ja. Das ist genau mein Problem, dass die Spieltage 1, 2, 3 für mich persönlich besser aussahen als jetzt die Spieltage 8, 9, 10. Und deswegen habe ich auch so große Zweifel an der Entwicklung. Ne? Also ich sehe es so wie viele, viele andere Fans, ja, gebt dem Mann Zeit, was zu entwickeln, aber ich sehe diese Entwicklung nicht. Ne? Also ich war gegen Hannover am ersten Spieltag im Stadion und ich fand das dann teilweise grandios, was der VfB gespielt hat. Dann zweifelsohne gegen einen Gegner, der auch nach vorne spielen wollte. Und das sah dann teilweise richtig gut aus. Aber diese Momente, wo man da mit offenem Mund dann im Stadion oder vorm Fernseher saß, die sind halt immer, immer weniger geworden. Ne? Also es scheint sich immer mehr darauf zu konzentrieren, dass man halt möglichst viel Ballbesitz hat. Ja, aber dann irgendwie an der Mittellinie. Dieser Ballbesitz bringt uns einfach nichts. Okay, bleib mal da mal kurz, das ist wichtig. Ja. Was wäre dann jetzt ein Lösungsansatz? Also natürlich müssen wir nicht jetzt Tim Walters Arbeit machen, aber trotzdem schaut man ja Fußball, sieht andere Mannschaften, die vielleicht ähnliche Probleme haben. Was könnte man jetzt tun, um eben aus diesem Ballbesitz im Mittelfeld dann letzten Endes auch zu Torerfolg oder überhaupt erstmal zu Chancen zu kommen? Also was mir jetzt in den letzten Spielen komplett aufgefallen ist, dass dem VfB das Tempo fehlt. Und ich glaube nicht, dass den Spielern das Tempo fehlt, aber die Spielweise bringt zu wenig Tempo mit. Das hat auch der Sky-Kommentator gesagt, dem ich dann am Sonntag lauschen durfte, ne, dass die Kieler immer dann Probleme haben, wenn der VfB schnell spielt. Aber wir spielen halt einfach zu selten schnell. Also auf der Mailbox, zu der wir später noch kommen, sagt auch ein Anrufer, die Passfrequenz ist zu gering. Man spielt viele Pässe, aber es ist halt immer Pass annehmen, Pass annehmen, Pass annehmen. Aber es geht halt nie in die Tiefe und es geht vor allen Dingen nie schnell. Und darauf können sich dann die Gegner einstellen. Und ich glaube, man muss halt einfach mehr Tempo ins Spiel bringen und meine ganz persönliche Meinung, aber ich habe halt
vom Trainerdasein, keine Ahnung. Ich würde sagen, wenn du einen Kader hast und so, der so gut ist und Einzelspieler, die so viel Qualität mitbringen, dann musst du halt einfach öfter 1:1 gehen, um in die gefährlichen Zonen im Rücken der Abwehr zu kommen. Aber das ist meine völlig laienhafte Meinung. Also ich habe mir darüber auch Gedanken gemacht, weil es, wie gesagt, auf Twitter häufig jetzt diskutiert wurde in den letzten Tagen. Und ich gebe dir recht, dass das Spiel manchmal irgendwie behäbig wirkt. Dann habe ich mir überlegt, wie kriegst du jetzt Geschwindigkeit rein? Das eine ist natürlich die Passschaffetten schneller spielen und vor allen Dingen direkter spielen, nicht immer annehmen, gucken, wieder rechts, wieder links. Klar, da kriegst du ein bisschen mehr Tempo rein. Andererseits macht es der Gegner, glaube ich, auch mal ganz geschickt, dass die Mitte, das Zentrum vor ihrer oder vor ihrem 16er ganz gut verdichten, so dass du da gar nicht die Möglichkeit hast, ja, jetzt groß über die Mitte zu kommen. Es wurde ja auch thematisiert, ob man nicht mehr über die Mitte kommen müsste, auch mal einen Abschluss aus 20 Meter wagen. Aber ich finde, das verteidigen die letzten Gegner eigentlich immer ganz gut. Die zwingen den VfB so ein bisschen auf die Außen. Da ist aber auch das Problem, dass du nicht so richtig in die Tiefe kommst. Das haben wir ja gegen Aue auch schon angesprochen, dass du nie so richtig bis zur Grundlinie runterkommst. Und dann auch nicht diesen wie ich es immer nenne, FIFA-Pass spiele. Also, ja, bei FIFA war früher das Dreieck, oder? Der sichere Torerfolg war bis zur Grundlinie und dann in den Rückraum legen. Also so, weiß ich nicht, 12 Meter vor ein Tor irgendwie jemanden anspielen. Und der zimmert das Ding irgendwie rein. Das hat immer ganz gut funktioniert. Aber solche Momente kreieren unsere Außenspieler irgendwie auch nicht. Ja? Also da fehlt es halt auch dann mal wirklich konsequent bis zur Grundlinie runterzugehen und dann einen Pass zu spielen. Also ich gebe dir recht mit dem Tempo. Nur wüsste ich jetzt gar nicht, wie man das am besten lösen kann. Also, wie gesagt, ich sehe halt in der Mitte relativ große Probleme, weil da die Gegner das ganz gut und kompakt wegverteidigen. Dann hast du auch gar nicht so sehr den Spieler, außer vielleicht Silas im Zentrum. Ja, wenn der muss jetzt von mir aus nicht Zehner spielen, sondern könnte so hängende Spitze oder sowas spielen. Weil ich erinnere mich da an das Highlight-Video, das wir gesehen haben, bevor er zu uns gewechselt ist. Klar, das verfälscht natürlich schon so ein bisschen den Gesamteindruck. Aber wir erinnern uns alle an das Highlight-Reel von Ebenezer Ofori. Ah, war das gut. Ja, vor allem dieses geniale Highlight-Reel von Pablo Maffeo. 95 ja. Minuten, oder nee, eigentlich von so 5 Minuten, aber man hat immer nur dieses eine Spiel gegen Messi gesehen und dachte sich, Wahnsinn. Das ist der. Ja, das Video hat auch Michael Reschke gesehen. Ja, es hat ihm gereicht. Er hat gesagt, genau. 2 Millionen wert. So, guter Schnitt ist alles heutzutage. Ja. So, auf jeden Fall habe ich mir so gedacht, der Silas kam halt, oder die Tore, die er erzielt hat, die erzielte er meistens mit ein bisschen Anlauf. Ja, also er konnte so wirklich aus dem Zentrum heraus Richtung Tor durchstarten und hat dann ganz schön Speed drauf bekommen, umso mehr Meter er machen konnte. Und hat natürlich auch die Technik gehabt, um dann im 1:1 sich irgendwie durchzutanken. Aber jetzt hat er ja immer wieder die Situation, dass er eigentlich aus dem Stand irgendwelche Situationen kreieren möchte. Also er ist ja nie im vollen Lauf und kann dann irgendwie ein Kabinettstückchen auspacken oder sowas in der Art. Nee, er wird angespielt, stoppt den Ball. Und hat halt schon den Gegenspieler auf den Füßen stehen und muss irgendwas machen. Das klappt halt nicht, ja. Da kannst du aus meiner Sicht seine Stärken gar nicht voll ausspielen. Ja, also wir sind natürlich, klar, keine Fußballexperten und keine Trainer, deswegen sehen wir es mit Sicherheit jetzt nicht ganz so wie Tim Walter, aber so kommt es mir von außen betrachtet vor. Mir fehlt halt dann so ein bisschen, dass man Silas vielleicht eher mehr im Zentrum einsetzt, wie gesagt, von mir aus als zweiter Stürmer, als hängende Spitze, irgendwie sowas, so dass er dann auch mal ein bisschen Tempo aufnehmen kann und dann eben im Dribbling seine Qualität ausspielen kann, weil das hat er ja drauf, hat er ja bewiesen und das zeigt er ja selbst, wenn er aus dem Stand heraus dann seinen Dribbling ansetzt. Also für mich ist Silas schon noch der Spieler, von dem ich am meisten erwarte, was das angeht. Nach vorne hin Tempo entwickeln, Chancen kreieren, selber zum Abschluss kommen. Da erwarte ich noch einiges. Dann erwarte ich aber auch von Nico Gonzalez auch irgendwie einen nächsten Schritt. Jetzt kann man sagen, ja Mensch, das hat der Walter super hinbekommen. Der Gonzalez macht ja auf einmal die Unmöglichen. Ja, so ganz ist es ja immer noch nicht. Ja, also er ist ja immer noch, was die Torquote aber angeht. Wann war das gegen Bochum? Das ist ja auch schon wieder gefühlt irgendwie ein halbes Jahr her. Ne? Also ja. Da könnte immer noch mehr kommen von ihm, aus meiner Sicht. Und vor allem, wenn ich jetzt Nationalspieler bin, das mag jetzt vielleicht eine Macke von mir sein, aber da erwarte ich immer noch ein bisschen mehr von den Spielern auf dem Platz. Also da möchte ich halt einfach auch wirklich den Unterschied sehen zu einem gewöhnlichen oder zu einem Scheffler zum Beispiel. Ja, der halt eben nur ein ganz, ganz banaler Zweitligakicker ist. Der macht seine Arbeit gut, schießt 8 Buden beim Tabellenletzten oder Vorletzten und alle sagen, das ist ein hervorragender Stürmer, der würde es aber nie in der ersten Liga schaffen. So, jetzt hast du einen Gonzalez, der den Anspruch hat, für die argentinische Nationalmannschaft zu spielen und ich habe im Spiel gegen Kiel das Gefühl, da spielt halt irgendjemand, was weiß ich, aus unserer U19 oder so, der sich noch nicht richtig durchsetzen kann, aber eine große Klappe hat auf dem Platz. Also das ist mir dann zu wenig. Da muss deutlich mehr kommen von so einem Spieler mit seinen Ambitionen, der noch eine große Fresse hat und am liebsten nach Holland wechseln will vor Ablauf der Transferperiode. Das ist mir einfach
das ist mir einfach dann zu wenig. Und da weise ich nochmal auf diesen Scheiß, sorry, Torjubel, ja, also den hat er schon drauf. Den Trademark-Move, wie man jubelt, den hat er schon drauf. Aber vielleicht sollte man sich erstmal darauf beschränken, Tore zu erzielen, bevor man sich Gedanken macht, was es alles für tolle Jubelgesten gibt und so weiter und so fort. Ja, also da kann man vielleicht auch nochmal die Frage stellen, ob er sich da richtig einschätzt und vielleicht auch richtig gesehen wird von der Mannschaft. Da, vielleicht fehlt da auch ein Spieler, der ihn mal so ein bisschen, ja, mal wieder gerade hinstellt, sage ich jetzt mal, und ihm die Leviten liest ein Stück weit. Weil das ist auch noch ein Thema. Du bräuchtest so einen Spieler wie Mario Gomez irgendwie, oder? Genau bei dem Punkt, nee, aber ich, das, jetzt, ich meine, das kann ja nicht du, sein. Aber siehst du einen Spieler beim VfB, der wirklich diese Ausstrahlung zum einen hat, das hat mit Sicherheit Mario Gomez, aber dann auch so autoritär auftritt, dass er da wirklich was bewirken kann. Ich habe bei Gomez nicht das Gefühl, dass das jemand ist, der da wirklich mal auf den Putz haut und den Leuten verbal eine watscht und denen so ein bisschen die Flausen aus dem Kopf treibt, sage ich jetzt mal. Nee, für mich ist der Einzige im Kader Holger Badstuber. Ja, und der ehrlich. Ist verschrien und, als Ekel Alfred im Endeffekt. Natürlich, genau, ja. So, also das, und da lacht den Lachen halt sie halt aus. Dann selbst irgendwie ins Aushalt, ne? Und das ist schwierig. Aber da leidet ja auch schon wieder die Autorität runter. Ja? Also zum Beispiel, jetzt nehme ich mal so für mich das Paradebeispiel eines solchen Spielers, von dem ich gerade spreche. Das ist zum Beispiel so jemand wie Zvonimir Soldo. Ja? Der ist zwar auch mal vom Platz geflogen, aber der hat natürlich eine ganz andere Ausstrahlung als die wir jetzt gerade angesprochen haben. War auch eine andere Zeit, war ein anderer Spieler. Aber so ein Spielertyp, der fehlt schon so ein Stück weit in der Mannschaft. Also ich warte ja nur drauf bei aller berechtigter und unberechtigter Kritik am Trainer und am Kader und an den Spielern und überhaupt, das hat bisher noch niemand gesagt, aber ich warte eigentlich stündlich drauf, dass jemand sagt, man hätte Christian Gentner nie gehen lassen dürfen. Nee, komm, hör auf. Also, das wird passieren. Ja. Gentner, Ogo und Beck, die drei, also wenn man die gehalten hätte, Vertrag verlängert hätte, dann wird alles besser laufen. Das wird kommen, glaub mir. Mit Christian Gentner hätten wir nicht einen Punkt mehr auf dem Konto. Das, natürlich nicht. Also das kannst du komplett vergessen. Und das nächste ist, Tim Walter wäre einfach nur wahnsinnig geworden. Ich bin mir sicher, spätestens am zweiten Spieltag wäre Tim Walter auf den Platz gerannt und hätte Christian Gentner höchstpersönliches Fritzle-Kostüm angezogen. Also da bin ich mir sicher. Also die Spielweise, die Tim Walter spielen lassen möchte, sage ich schon dazu. Und Christian Gentner, das ist im Endeffekt eine andere Sportart, die er da ausführen muss. Das ist wohl wahr. Ja. Also, Gregor Kobel spielt eine andere Sportart als Robert Zieler. Also, das haben wir jetzt so. Mittlerweile auch gesehen. Also, wobei wir momentan eher am Christian Gentner Fußball als am Tim Walter Fußball sind, muss man ehrlich gestehen. So, aber da sind wir wieder bei dem Punkt. Das wollte ich auch noch kurz aufmachen. Ich sehe es halt wirklich so, dass Tim Walter definitiv mehr Zeit braucht als 10 Spiele. Und ich sehe es so, wir haben viele junge Spieler, das ist das eine. Einige davon haben ihr erstes Profijahr, erstes Mal Bundesliga oder zweite Bundesliga in dem Fall. Manche haben erst das zweite Jahr jetzt hier in Deutschland, Nico Gonzalez und so. Da braucht es vielleicht auch noch ein bisschen Geduld und man muss den Jungs Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln. Das ist das eine. Das andere ist, dass du natürlich enorm viele Spieler neu in diese Mannschaft jetzt integrieren musst, die ein neues System lernen müssen, die Sprache neu lernen müssen, die mit einem Trainer, der ja auch seine Eigenarten hat, ja, irgendwie lernen, umgehen und so weiter. Also es muss einfach erst, glaube ich, so ein bisschen fruchten, ja. Und das dauert einfach. Und dafür, muss ich sagen, sind wir rein punktemäßig momentan ganz gut aufgestellt, ja. Wir haben natürlich in unserer Spielweise noch deutlich Luft nach oben. Aber ich erkenne ja auch, dass die Ansätze passen. Also es ist jetzt nicht so, dass man da 90 Minuten Fußball guckt und denkt, da klappt ja gar nichts. Ja, also du hast gegen Wien Wiesbaden eine zweite Halbzeit, die so dominant ist, wie gesagt, da musst du eigentlich 4-5 Tore schießen. Ist eigentlich ein Wahnsinn, dass da wirklich keiner mehr reingegangen ist. Und gegen Kiel musst du in der ersten Halbzeit auch 1-2 Tore schießen. Klar, wir hätten auch 1-2 bekommen können. Das ist das nächste Problem, dass halt in der Abwehr dann definitiv auch so ein bisschen an der Aufmerksamkeit des einen oder anderen gearbeitet werden muss. Oder da muss er selber dran arbeiten. Da bin ich wieder bei Emiliano Insua, der ja auch als Führungsspieler vorangehen sollte. Und ihm sind schon mehrfach solche Fehler passiert. Ich erinnere da an das Spiel gegen Regensburg, als er dann sich schon Espresso rauslässt, ja, kurz vor Ende des Spiels und dann auf einmal merkt, dass man doch ja nochmal hinterherrennen könnte hinter seinem Gegenspieler. Das sind alles so Kleinigkeiten, die das hat nichts mit Spielsystem oder Trainer oder sonst irgendwas zu tun. Nee, das sind individuelle Schwächen der Spieler, die ich so nicht akzeptieren kann. Also das geht nicht. Und das geht auch nicht in der zweiten Liga. Das ist ja nicht so, dass die in der zweiten Liga jetzt, was weiß ich, alle an die Wand spielen könnten, weil, keine Ahnung, irgendjemand mal bei Atletico Madrid gespielt hat oder der Gonzalez, wie gesagt, für die argentinische Nationalmannschaft unterwegs ist. Die zweite Liga definiert sich halt über
Kampf, es ist einfach so. Und du kannst mit individueller Klasse einiges wieder gut machen, aber längst nicht alles. Also es muss halt einfach auch so aussehen wie gegen Hannover. Und da sind wir nämlich bei genau dem Punkt. Ich finde, rein spielerisch unterscheidet sich das nicht so sehr vom Spiel gegen Hannover. Außer, dass wir ein paar weniger Positionswechsel haben und so. Das ja. Aber der Auftritt der Mannschaft, dieses, ich möchte nicht lustlos sagen, weil das stimmt nicht ganz, aber weißt du, das wirkt einfach nicht so überzeugend, nicht so, wir hauen die hier aus dem Stadion raus hier. Also das ist, das fehlt mir so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist irgendwie abhanden gekommen. Ich hatte das Gefühl, dass die Mannschaft in den ersten Spielen irgendwie wieder gut machen wollte, was in der letzten Saison passiert ist, auch wenn das eine andere Mannschaft ist. Aber ich hatte das Gefühl, man möchte jetzt hier das neue Gesicht zeigen. Und mit dem zunehmenden Erfolg stellte sich so eine gewisse Selbstzufriedenheit bei dem einen oder anderen ein. Und die, ja, das keimte dann fast schon in der ganzen Mannschaft. Und dann hat es mal den irgendwie, oder hatte der mal das Virus, dann hatte mal der das Virus. Und auf einmal hatten es 4, 5 Spieler und dann verlierst du gegen Wien Wiesbaden. Und irgendwann kommt natürlich auch der Kopf dazu. Und ich glaube, so war es dann nach dem 0-1 gegen Kiel, dass man dann so dachte, oh, hey, das kriegen wir nicht mehr gebogen und die pfeifen auch schon wieder. Und plötzlich werden die Beine schwerer und schwerer und weiters Ideen fruchten nicht mehr so. Und jetzt bist du in so einem Moment drin. Ich glaube, da wird es ganz schwierig oder interessant zu sehen sein, ja, wie die Spieler jetzt die Ideen von Walter umsetzen. Weil wenn das, was der Trainer vorgibt, funktioniert, ja, dann laufen natürlich alle genauso, wie Walter das möchte. Nur irgendwann, ja, wenn das nicht funktioniert, du nicht die Ergebnisse einfährst, dann, das kennt jeder, beginnt es halt auch in der Mannschaft irgendwann mal zu arbeiten. Ja, und das ist jetzt eine interessante Phase, möchte ich mal so sagen. Also Walter hat einiges an Arbeit vor sich und ich bin der Meinung, oder weiterhin der Meinung, dass er der Richtige dafür ist. Ja, also das Konzept, was er vorgestellt hat, so kann man es ja sagen, finde ich verheißungsvoll, finde ich interessant, möchte ich gerne mitgehen, aber am Ende ja, zählen halt die Ergebnisse und das sollte er jetzt aus den nächsten beiden Spielen gegen Hamburg, sagen wir nicht unbedingt beide verlieren und dann gegen Dresden zu Hause braucht's, also da braucht's einen Sieg, definitiv, also ja, aber wir spielen ja dann wieder gegen den vermutlich 17., 16. und 18., also es wird schwierig. Heimspiele gegen den letzten drei der Tabelle, das ist halt eine heikle Sache. Also ja, aber das ist Sebastian. Dresden ist jetzt 17. mit 9 Punkten, hat dann am nächsten Spieltag die Arminia zu Hause, glaube ich. Also die kommen wahrscheinlich auch als 17. oder 18. zu uns. Also ja, mal gucken. Aber Sebastian, du oder anders gefragt, wie siehst du es, sollte Walter die nächsten beiden Spiele jetzt gegen Hamburg, sagen wir mal, er spielt das erste Spiel unentschieden, das zweite verliert er, Pokalspiel verliert er, in Hamburg spielen wir unentschieden und dann verlieren wir gegen Dresden. Siehst du dann schon den Punkt, dass man sagt, Walter, goodbye? Nö, also er sollte halten, und da sind wir schon ein bisschen wieder bei der Mailbox, wo dann auch Leute gesagt haben, sein Interview nach dem Spiel, das kam auch wieder total arrogant und überheblich rüber. Also er sollte dann vielleicht auch mal zeigen, dass er bereit ist, ein bisschen aus den Niederlagen zu lernen. Und ich glaube, mit der Attitüde, die er jetzt aktuell an den Tag legt, wird es schwierig, wenn er noch viel mehr Spiele verliert. Also da muss er vielleicht sich selbst ein bisschen anpassen, vielleicht muss er auch seine Aufstellung ein bisschen an Gegner anpassen, weil dieses ich stelle auf, wie ich möchte und der Gegner ist mir scheißegal, das ist halt so lange gut, solange du Spiele gewinnst. Aber wenn du halt dann zweimal in Folge zu Hause verlierst gegen den Tabellen letzten und vorletzten, dann wird es halt schwierig und dann musst du vielleicht wirklich so ein bisschen, um im Bruno Labbadia-Sprech zu bleiben, ein bisschen Demut zeigen und vielleicht auch mal irgendwie was anders machen halt, ne? Oder auch mal sagen, hey, das war halt einfach Kacke und wir können das besser und wir machen das besser. Aber ja, wie gesagt, also Stand jetzt sind wir Tabellenzweiter, punktgleich mit dem Tabellenersten. Mal gucken, wie die Arminia sich gegen HSV jetzt gleich schlägt. Noch ist alles gut. Für mich persönlich ist das Pokalspiel, ist mir echt komplett egal, weil ich glaube nicht, dass wir Pokalsieger werden und insofern ist es mir wirklich gerade egal, aber ich würde dann total gerne das Ligaspiel in Hamburg gewinnen. Und da werden sich dann vielleicht auch ein paar VfB-Spieler oder junge VfB-Spieler leichter tun, die vielleicht von den 50.000 dann im Neckarstadion so ein bisschen erdrückt wurden von der Erwartungshaltung und er könnte auswärts mal spielen. Mal gucken, aber also das Pokalspiel ist für mich außer Konkurrenz, weil das ist mir gerade jetzt echt komplett egal.
Gut, dass du das Thema Interviews von Tim Walter noch angesprochen hast, weil das hätte ich jetzt fast vergessen. Das muss ich auch noch unbedingt ganz kurz thematisieren. Und zwar gefällt es mir überhaupt nicht, dass du dich nach einer Niederlage hinstellst und sagst, ja, mehr oder weniger belohnen wir uns nicht. Wir müssen halt einfach mal das Ding reinmachen. Aber komplett verschweigst, dass du dich halt in der Defensive wirklich dilettantisch verhältst. Also ich finde diese Herangehensweise, dass man einfach nur sagt, gut, wenn wir jetzt ein bisschen mehr Glück hätten, ja, dann würden wir das Spiel auch gewinnen. Aber wir investieren so viel und belohnen uns dann nicht. Im Endeffekt ist uns kein Vorwurf zu machen. Es ist einfach nur Pech. Das geht für mich so ein bisschen an dem vorbei, was wir halt regelmäßig auf dem Platz sehen. Und das sind halt. Ja, absolut. Also belohnen ist das neue Veredeln. Ja, ja. Das kann ist man so, ist so. Also, und das kotzt mich an, das geht nicht. Wir haben, es geht nicht ums Belohnen, es geht darum, dass du halt gegen die zwei Tabellen schlechtesten der zweiten Liga mehr als 0 Punkte holst. Und es ist halt nicht belohnt, sondern es ist halt eine Selbstverständlichkeit. Ne? Und das geht für mich auch so ein bisschen an der Realität vorbei. So sieht's aus. Also das finde ich, dann sag gar nichts dazu. Ja, also wenn du dich halt dann nicht herablassen willst auf eine vernünftige Analyse nach dem Spiel, was auch schwer ist, ich hätte auch keinen Bock mit diesen Sky-Heinis da zu sprechen. Also als ich schon wieder das gesehen habe, die steigen damit ein, dass der Holger Badstuber da den Mist an der Seite erzählt, denke ich mir auch so, als Trainer würde ich dir mir diesen Ohrschniepel da rausreißen und sagen, weißt du was, leg mir am Arsch mit deinem Scheiß. Das ist doch, also wenn er aber wenn du Boulevard machen willst, dann mach Boulevard. Genau, also, aber wenn du ein Vollprofi bist, dann lässt du den Ohrschnöpsel da drin und ja, sagst, bitte nächste Frage irgendwie. Also musst du irgendwie da souverän bleiben. Ja. Aber klar, die versuchen ihn zu locken. Aber trotzdem. Und es funktioniert auf seine Art. Natürlich funktioniert. Ja, das ist echt schade, weil ich bin schon der Meinung, dass er da auch noch ein bisschen was regeln kann. Ja, also ich hätte es jetzt nicht schlimm gefunden, wenn er sagt, ja, wenn wir hinten schlafen, er hat ja auch am nächsten Tag dann Badstuber gegenüber deutliche Worte gefunden. Also absolut, wenn er dann gesagt hätte, wenn wir hinten schlafen, können wir vorne noch 5 Buden machen. Wenn wir da nicht bald aufwachen, werden wir halt immer dem Tor hinterher rennen. Ich finde, das ist eine Aussage, die kannst du mal tätigen und das ist auch ein Zeichen an die Fans. Wir haben verstanden, wir müssen uns steigern und wir werden daran arbeiten, aber da gebe ich dir schon recht, wenn du dich bei jeder Pressekonferenz so generierst, als würdest du, weiß ich nicht, mit 10 Punkten Vorsprung die Liga dominieren, ja, und das alles, was du dominierst, ist im Endeffekt der Statistikbogen auf der Seite Ballbesitz und Passspiel, ja. Das finde ich alles cool, aber es muss natürlich am Ende dann auch auf dem Ergebnisbericht an deiner Stelle das Tor mehr erscheinen als beim Gegner. Sonst bringt es dir halt einfach nichts, davon zu sprechen, dass du ständig so und so viele Pässe spielst und so viel Ballbesitz hast. Also ich bin eigentlich ein Fan davon, wie Walter spielt, aber ich finde, wie man aktuell mit dieser Situation umgeht, das ist ausbaufähig. Ja, absolut. Ich meine, du spielst halt 2 Heimspiele in Folge, ne? Wie gesagt, gegen die schlechtesten Mannschaften der zweiten Liga vor jeweils 50.000 Zuschauern, holst 0 Punkte und dann sagst, wir müssen uns endlich mal wieder belohnen. Also ich finde, du musst dich nicht bei den Fans entschuldigen, aber ja, so ein bisschen mehr Selbstreflexion wäre da echt angebracht, weil das kann halt einfach nicht sein, wenn wir jetzt in Bielefeld nicht gewonnen hätten, sondern unentschieden oder sogar verloren hätten, würde jeder sagen, okay, schweres Spiel, guter Gegner. Wenn du jetzt in Hamburg verlierst, würde jeder sagen, oh, war schwierig, ne? Ey, aber wen, Wiesbaden und Kiel zu Hause vor dem Publikum und du holst keinen einzigen Punkt, du schießt ein einziges Tor in 2 Spielen, das kann nicht sein, ne? Und du kannst dich hinterher nicht hinstellen und sagen, wir haben uns nicht belohnt, nee, du hast halt Scheiße gebaut, 2 Spiele lang, 180 Minuten, ja, und das verstehe ich nicht, ne? Du hast einen Kader, der ist irgendwie das vielfache Wert deines Gegners, und das ist halt keine Frage von Glück, sondern du hast halt irgendwie kollektiv versagt, das muss man einfach so sagen, also das geht eine Zeit lang gut, aber auch nicht ewig. Eine Statistik noch, obwohl ich gesagt habe, heute verzichte ich komplett auf Statistiken. Keine Statistik. Du, ich habe den Kicker hier noch liegen. Also, ach so, da wollte man ja auch noch mal kurz reinschmökern, das stimmt. Ja. Aber ich hau hier noch mal eine Statistik raus, die einzige von mir heute, die ich sehr vielsagend finde. In den letzten beiden Spielen hat der VfB 48 Mal aufs Tor geschossen und hat ein Tor erzielt. Also auch hier, glaube ich, gibt es ein paar Dinge, da könnte man zumindest etwas optimieren, möchte ich mal so sagen. Ja. Also auch da ist der Trainer gefragt und natürlich auch jeder einzelne Spieler, aber das ist vernichtend. Und wenn du dir überlegst, dass die letzten beiden Spiele auch noch Heimspiele waren, finde ich es noch krasser, dass du da halt wirklich nur mit einem Tor und 0 Punkten nach Hause gehst. Ach, schwierig. Willst du jetzt noch im Kicker kurz mal so ein bisschen rumstöbern oder sollen wir schon direkt auf Hamburg überleiten? Ich habe extra den Kicker mitgenommen, also ich raschel mal kurz, vielleicht hört man's. Also
nicht das nur ist online, noch Print. Ich habe hier das Papier hier liegen, ne, wie sie es gehört. Und das, Moment mal, wenn wir schon beim Thema Print sind, möchte ich an der Stelle natürlich auf euer wunderschönes Vertikalbuch verweisen. Ja, gerne, das es gibt. Gerne. Ja, ihr könnt bei Amazon und bei allen gängigen und bekannten Buch, Online-Buchhändlern und natürlich auch der ganz normalen Buch, der ganz normale Buchladen um die Ecke vorbeigucken und euch da die Fußballfibel holen. Genau, also am besten, ihr geht in euren lokalen Buchladen und sagt, ihr hättet gerne die VfB Stuttgart Fußballfibel, denn das Problem ist, derzeit irgendwie auf allen normalen Kanälen ist es gerade vergriffen. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich war die Startauflage irgendwie 50 oder so und deswegen gibt es das nirgends mehr. Aber wir haben es ganz geschickt gemacht, also ihr müsst nur, Moment, ich guck kurz, buch.vertikalpass.de eingeben und dann kommt ihr direkt zum Verlag und da gibt es auf jeden Fall noch. Also macht das und holt euch das Buch, ich bin ja weiterhin dabei, das Ganze vorm Einschlafen zu lesen und ja, also es dauert dadurch ein bisschen länger, aber es lohnt sich trotzdem, also ich kann es wirklich empfehlen. Ich glaube, am besten, ich erzähle jetzt noch nichts, ich spoilere nichts aus dem Buch, es lohnt sich auf jeden Fall. Die guten alten Zeiten, so könnte man. Genau, also buch.vertikalpass.de, dann kommt ihr direkt zur Kulturkunde. Das ist der Verlag, der es herausgibt und da gibt es immer Exemplare, weil derzeit irgendwie Amazon, Thalia, Osiander, Hugendubel, irgendwie alles etwas schwierig, aber Kulturkon hat es am Start und bestellt es da. Also buch.vertikalpass.de. Macht es. So, jetzt gucken wir in den Kicker. Zurück zum Print, der Kicker. Ne? Ja. Montagskicker. Zweitliga-Statistiken und ich dachte, ich guck mal drauf, so nach 10 Spieltagen ist ja schon relativ aussagekräftig, was sagen denn die Statistiken? Und da gibt es dann zum einen die Zuschauerstatistik und der VfB ist natürlich weit vorne, also 51.384.000 Zuschauer im Schnitt, Platz 1 unangefochten, dann kommt der HSV mit 45.000 irgendwas und Nürnberg mit 32.000, aber wirklich ungeschlagen. Aber es ist auch wirklich die einzige Statistik, in der der VfB irgendwie prominent auftaucht, weil ansonsten können wir uns angucken, Torschützen in den Top 10 ist kein VfB-Spieler, bei den Scorern ist auch kein VfB-Spieler. Bei den Top-Torhütern taucht Gregor Kobel dann zu Recht auf Platz 6 auf. Wer ist da auf der 1? Wie heißt er mit Vornamen? Ich weiß es nicht, aber der Männel von Aue. Martin, oder? Hm? Heißt er nicht Martin? Martin, ne? Martin Männel. Ja, ich glaube auch. Ja. Übrigens, da ist ja das Interessante, der ist nur 1,83 groß. Der ist für einen Torhüter winzig, ne? Ja, ja. Und vor allem, der ist ja, glaube ich, schon ewig bei denen im Tor. Ich gönn's den total, also finde ich total klasse. Wir haben Männel, Kühn, Uphoff, also unser ehemaliger dritter Torhüter. Stimmt, der in Karlsruhe erfolgreich ist. Der ist jetzt in Karlsruhe total erfolgreich. Ortega von Bielefeld, Freisel von Sandhausen, Müller von Heidenheim und dann unser Gregor Kobel. Also der schlägt sich da relativ wacker und gut mit Notenschnitt 2,94. Dann das möchte ich auch noch ganz kurz erwähnen. Auch wieder eine tolle Partie gemacht gegen Kiel jetzt am Wochenende. Hat ein paar Mal in höchster Not gerettet. Mhm. Also ich bin froh, dass der da hinten drin steht, muss ich ganz ehrlich sein. Und die Nummer 2 ist da auch nicht zu verachten. Also Bredlo hat seine Arbeit auch immer sehr, sehr gut verrichtet, wenn er gebraucht wurde. Also absolut, ne? Also im Pokal der und gegen passt's. Ja, Fürth war das, glaube ich. Ja, genau, Fürth. Ja, da irgendwie richtig, richtig gut gehalten. Also da haben wir wirklich zwei richtig gute Keeper. Aber dann die Top-Feldspieler, wenn man da in die Top 10 guckt, da gibt's halt keinen VfB-Spieler. Und ich habe gedacht, okay, die guten Mannschaften der Liga, die werden da weniger berücksichtigt. Da gibt es wahrscheinlich auch keinen von Bielefeld oder vom HSV. Aber dann guckt man halt und auf Platz 2 ist Fein vom HSV und dann kommt noch Leibold vom HSV und Van Drongelen vom HSV. Und von Bielefeld haben wir Klos, Nielsen und Prietl. Aber da fehlt halt komplett ein VfB-Spieler. Und wenn man sich dann mal so überlegt, jetzt haben wir 10 Spieltage gespielt und wer vom VfB ist uns eigentlich so besonders positiv aufgefallen? Da fällt mir außer Pascal Stenzel auch eigentlich niemand ein. Ja, da haben wir ja vorhin auch schon mal im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen. Es gibt natürlich auf diversen Positionen schon sogenannte Stammspieler. Einfacher natürlich Kobel, Stenzel ist gesetzt, Kempf ist gesetzt, aber
wenn du jetzt im Mittelfeld schaust, Linksverteidiger oder auch im Sturm, ist da immer noch ja, relativ viel Rotation angesagt. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es daran liegt, dass Walter hier einfach die Breite des Kaders voll ausschöpfen möchte, sondern dass er eher auf der Suche ist nach den richtigen Leuten für die Position. Ja. Und ich glaube, so nach 10 Spieltagen solltest du da schon eher ein Gerüst vorweisen können, vor allem, wenn du ja am liebsten als Erster aufsteigen möchtest. Das fehlt mir natürlich noch so ein bisschen. Und das merkt man ja auch bei unserer Startaufstellung. Ja? Also du hast ja fast nie die Möglichkeit, mal 11 Richtige zu tippen, weil ständig was verändert wird. Und wie gesagt, ich sehe es nicht unbedingt jetzt hier als Luxusproblem an, dass man praktisch so die Jungs durchtauscht, um sie bei Laune zu halten. Sondern es fehlt dann wirklich immer so ja, auch jetzt am Wochenende zum Beispiel bei Castro, das bestimmte, dass man sagen kann, okay, der muss auch gegen Hamburg auf jeden Fall wieder auf dem Platz stehen. Oder Askasiba, der jetzt endlich als Sechser spielen kann und eben dann doch nicht so überzeugen kann, wie ich mir das vielleicht für ihn gewünscht hätte. Ja, ich habe auch die eine Situation gesehen, Ball gewinnt und dann ein genialer Pass nach vorne. Dann war es, glaube ich, die Chance von Gonzales und ich dachte, oh, Santi, super gut. Und dann habe ich gemerkt, das war gar nicht Askasiba. Na, also es war vielleicht einer, der das anhatte, das Trikot von Santi. Ich weiß nicht, aber es war wirklich grandios. Er hatte auch ein paar gute Aktionen im Spiel gezeigt, gar keine Frage, aber es war halt eben jetzt nicht jetzt so ein Stempel, ja, dass du sagst, an mir kommt keiner mehr vorbei, ich bin dein Sechser, Tim Walter. Das war es für mich nicht, so. Jetzt müssen wir natürlich nicht sofort wieder darüber diskutieren, ob Karasor beim nächsten Spiel auf der Sechs spielen sollte. Ich bin immer noch der Meinung, Mangala muss das spielen, aber bevor da wieder alle durchdrehen, möchte ich nochmal ganz kurz einwerfen, dass Orel Mangala erst am Donnerstag von der Nationalmannschaft zurückkam und da kann ich schon nachvollziehen, dass Walter sagt, ja, auf so einer wichtigen Position, viel Laufarbeit und so, ist es vielleicht geschickter, wenn ich dann Askasiba da hinstelle und Mangala eher einwechsel. Also das kann ich nachvollziehen, aber ich nehme das aber schon vorweg. Aber ich schicke dir nochmal das GIF von der Mangala-Chance irgendwie kurz vor Schluss, wo er irgendwie 3 aus 14 Metern irgendwie einfach nur rechts in den Winkel schlänzen muss und den irgendwie in die Eckfahne schießt. Mangalas Torschüsse sind für mich nur schwer zu ertragen, da bleibe ich dabei. Ah, das war echt übel, oder? Das also, übel, ja. Ja, das stimmt. Also, das aber trotzdem selber, das hast du ja gesehen, irgendwie, ja. Hey, ich stelle da in den Winkel, du siehst ja in der Slow-Mo, da ist alles komplett frei, irgendwie 2 Meter Netz und er weiß genau, ich muss ihn da hinschießen und er schießt dann eher Richtung Eckfahne, ja, das war schon bitter. Ja, aber ich nehme das schon vorweg, für mich muss der jetzt in Hamburg spielen und ja, hat da auch die Möglichkeit, an alter Wirkungsstätte, wie man so schön sagt, ja, einfach nochmal sich zu präsentieren. Und ja, total, er muss halt vorm Torabschluss nochmal kurz abspielen auf irgendjemanden, der das Tor trifft, aber ansonsten, nein. Aber auch bei Mangala, 21 Jahre alt, also auch da. Ja, klar, keine Frage, und er hat ja auch gegen Wien Wiesbaden mit dem Schuss an Pfosten angezeigt, also er kann auch noch näher dran ans Tor, also der kann's ja, ne, er muss halt irgendwie nur abrufen, also ich bin überhaupt hab nichts gegen Mangala, also der ist klasse, der soll auch spielen, aber er hat halt echt relativ viele Chancen, so wie Askasiba am Anfang der Saison, aber die müssten halt einfach mal rein, also egal, wer da jetzt dann den Abschluss macht. Der zweite Bundesliga-Podcast hat genau das gemacht, was der Kicker im Endeffekt macht, nur vielleicht nicht ganz so statistikbasierend, nämlich er hat mal die Top 11 der ersten 9 Spieltage waren es dann noch zusammengestellt und auch da war ich überrascht, dass nicht ein Stuttgart-Spieler aufgetaucht ist in dieser Top 11. Man könnte vielleicht dafür argumentieren, dass Stenzel da seinen Platz eigentlich verdient hätte, aber gut, da gab es auch andere, die sich hervorgetan haben in der zweiten Liga und die Begründung, warum keine Stuttgarter dabei sind, die fand ich eigentlich ganz gut und ich glaube, das trifft auch so vielleicht ein Stück weit auf die Kicker-Statistik zu. Man erwartet halt von vielen Stuttgart-Spielern einfach mehr als das, was sie bislang gezeigt haben. Also so wirklich jemanden herausnehmen, der überperformt hat, das kann ich nicht. Ganz ehrlich, der Stenzel, den finde ich schon sehr, sehr gut, das gebe ich zu. Aber ansonsten zeigen die meisten eigentlich bestenfalls das, was ich von ihnen auch erwarte. Ja, also ich nehme die Jungen übrigens da komplett raus aus der Schusslinie, weil Mangituka, Massimo, das sind Spieler, die aus meiner Sicht noch Zeit brauchen und die dürfen auch Fehler machen, aber es gibt ja schon dann den ein oder anderen Erfahrenen und da erwarte ich deutlich mehr bei manchen und manche, also gerade so ein Castro, ja, da bin ich wahnsinnig enttäuscht, was da von ihm bislang kommt in der zweiten Liga. Ja, die hatte eigentlich nicht mehr so sehr das Tempoproblem, das wir noch von oder in der Bundesliga-Saison bemängelt haben, weil es ein bisschen langsamer ist in der zweiten Liga, aber trotzdem wirkt er immer noch so wie der alte Opi, der halt auf dem Platz so ein bisschen spazieren geht. Ja.
Gut, Sebastian, hast du noch eine Statistik oder sollen wir jetzt mal auf Hamburg ich überleiten? Ich habe alles jetzt beim Kicker irgendwie abgeknuspert. Ich glaube, die hat auch gereicht. Die Noten vom VfB, die gehen wir jetzt diesmal nicht mehr durch. Nö, und sonst habe ich alles irgendwie verarbeitet. Ja, und aber relativ Castro, wenig VfB-Präsenz, ja. Ganz kurz über Castro nochmal sprechen, weil ich das gerade angerissen habe. Wie schätzt du den denn bislang ein? Also geht's dir da ähnlich wie mir, dass du sagst, das ist echt fast schon erschreckend wenig, was von ihm kommt? Ja, schon, also diese jetzt erst recht Mentalität, die findet bei ihm auch nicht, ne? Also er hat wahrscheinlich mehr im linken Fuß als die halbe zweite Liga, aber das sieht man halt zu selten einfach, ne? Also er spielt halt irgendwie so mit und das ist dann ja auch ein bisschen enttäuschend irgendwie. Ja, ich überlege gerade, mit was ich Gonzalo Castro am besten vergleichen könnte, aber na, lass ich lieber. Ich finde keinen guten Vergleich, genau. Es würde wahrscheinlich auch in die Hose gehen, aber es ist halt so. Also dir fällt erstens mal gar nicht so sehr auf, wenn Castro auf dem Platz steht. Da gibt's natürlich dann immer die Situation, wenn es eine Ecke gibt oder einen Freistoß, dann ist er natürlich derjenige, der das Ganze ausführt und das Ganze auch immer ganz okay so macht, aber auch nicht herausragend. Ist jetzt nicht so, dass die Gegner dann mit dem Zittern anfangen, wenn Gonzalo Castro jetzt am Ball steht bei einem Eckball oder bei einem Freistoß. Aber was mich am meisten nervt, ist wirklich dieses Herumgetrabe auf dem Platz. Ja, also ja. Da fehlt mir halt mal so ein bisschen mehr Dynamik und ja, auch ein Spieler, der so viel Reputation mit sich bringt wie ein Gonzalo Castro, der muss doch in der zweiten Liga es jedem beweisen wollen, ja? Der muss doch hier die Gegner an die Wand spielen wollen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass der plötzlich hier die besten Dribblings der Welt auspackt und was weiß ich für Kunststücke uns zeigt. Das verlange ich von ihm nicht. Ja, aber dass er mal einen halbwegs vernünftigen Ball spielt und möglichst nicht nur jeder Zehnte, sondern vielleicht dann doch eher jeder Zweite, das erwarte ich von ihm schon. Und auch, dass er mal sich ein Herz fasst, wie man so schön sagt, und aus der zweiten Reihe abzieht. Der hat ja auch einen guten Schuss, aber das fehlt ja auch. Er könnte es ja, ne? Genau. Ja, also für mich auch bislang eine große Enttäuschung, Gonzalo Castro. Und ja, da bin ich mal gespannt, wenn wir gleich über die Startelf sprechen, ob der bei dir nochmal eine Chance bekommt gegen Hamburg. So, dann kommen wir jetzt auf das Spiel gegen Hamburg zu sprechen, Sebastian. Und da sagte Mario Gomez, ich glaube, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, wie jetzt gegen Hamburg zu spielen. Da können wir unser wahres Gesicht zeigen und haben einen Gegner, der genauso viel will wie wir. Das ist ein guter Moment, um eine Antwort zu geben als Mannschaft. Tja, Sebastian, das klingt ja verheißungsvoll, würde ich mal sagen. Siehst du es ähnlich wie Mario Gomez? Ja, wir beide sind ja doch relativ skeptisch, was die Gomez-Prognosen angeht, seit er im April noch komplett davon überzeugt war, dass der VfB Stuttgart nicht absteigt. Insofern. Ja, zumindest das Versprechen meiner Tochter gegenüber nicht gebrochen. Ja, das stimmt. Er hat ja ihr versprochen, dass er definitiv bleiben wird. Obwohl er auch gesagt hat, erstens geht's nicht schief, also auf die Frage, ob er bleibt, wenn's schief geht, so wurde die Frage formuliert, dann meinte er, erstens geht's nicht schief und zweitens bleibe ich. Er sollte, genau, also seinen Part hat er eingehalten, aber seine Orakelfähigkeiten sind vermutlich noch limitierter als die von Olaf. Hast du heute Cat Leaks gesehen? Nein. Das gibt's ja gar nicht. Es wurde mir zugespielt, dass manche Orakel ihren eigenen Twitter-Account haben und da taucht doch heute doch tatsächlich ein Video auf, das beweist, dass Olaf erneut richtig getippt hat. Nein. Und das Video einfach nicht veröffentlicht wurde. Aber gut. Echt jetzt? Naja, okay. Ich habe es noch nicht gesehen, mir wurde es nur vorhin mitgeteilt, ich habe ja da kaum auf Möglichkeiten einzuwirken. Also, nein, Spaß beiseite. Also mir reichte die Zeit nicht, um mit Olaf ein ausführliches Orakel-Video zu drehen. Und ich habe noch ein anderes Problem, das ist jetzt relativ banal, aber ich möchte es euch nicht vorenthalten. Und zwar haben wir das Geschirr gewechselt. Und jetzt habe ich hier ja mintgrüne Teller auf einmal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Präsentation mit diesen mintgrünen Tellern und diesen braunen Leckerlis, wie sie hier innerfamiliär bezeichnet werden, das gefällt mir noch nicht so. Deswegen, da suchen wir gerade händeringend nach neuen Möglichkeiten. Vielleicht muss ich dann mal zu Ikea fahren und mir neues Geschirr holen. So. Ja, oder wir finden endlich einen Sponsor, der dann irgendwie im Porzellan-Business irgendwie tätig ist oder so. Das wird alles komplett vermarktet. Die Katze, der komplette Rücken wird vollgeklebt mit Porzellanmarken und Katzenfutterherstellern. Also das ist eure Werbefläche. Meldet euch. Genau, was Rinti für die Bundesliga ist, ist dann irgendein Katzenfutterhersteller für VfB-SDR. Also ihr kennt ja den Twitter-Handle @VfB-SDR. Bitte melden. So, aber zurück zu Mario Gomez, der optimistisch
ist. Und ich meine, ich kann ihm das nicht ganz absprechen, dass die bisherigen Gegner nicht so viel Interesse hatten, mit dem VfB Fußball zu spielen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, eigentlich gehen die mit ihrem Wunschergebnis schon direkt in die erste Sekunde und wollen das Ganze verteidigen. Klar. Und jetzt hast du halt zu Hause gegen Hamburg, beziehungsweise die Hamburger zu Hause, das oder den Vorteil des VfB Stuttgart, dass die Hamburger hier nicht so agieren können. Aber, sage ich schon mal, und dann bin ich gespannt, wie du das einschätzt, sie haben natürlich einen Fuchs auf der Trainerbank, der genau weiß, wie man mit solchen Situationen und Mannschaften, die ja in solchen Phasen stecken, wie der VfB jetzt momentan in eine steckt, umzugehen haben. Ja, und jetzt haben ja auch die letzten Gegner vom VfB gerade in Stuttgart gezeigt, wie man gegen den VfB spielen darf, kann, muss, um Erfolg zu haben. Also auch Fürth, fand ich, hat ja relativ clever gespielt. Und dann Wien Wiesbaden und jetzt Kiel. Und ja, und Dieter Hecking ist, denke ich, so erfahren, dass er ziemlich genau weiß, wie er jetzt gegen den VfB anzutreten hat. Und das wird ein ganz schön schweres Stück Arbeit. Also, und ich glaube nicht, dass der HSV dann ab Minute 1 irgendwie auf Gregor Kobel zurennen wird und rufen wird, hey, kontert uns aus, sondern die werden sich vermutlich auch ganz gediegen, nicht hinten reinstellen, aber ganz gediegen von hinten aufbauen und abwarten und dann mal gucken, was der VfB macht. Und das wird jetzt relativ spannend zu sehen sein, auch ja, was ein Tim Walter drauf hat im Vergleich mit so einem Dieter Hecking, der gefühlt seit 60 Jahren irgendwie in der ersten oder zweiten Liga Mannschaften trainiert hat. Ne? Also ich bin da total gespannt und ja, bin da relativ relaxed. Also wie gesagt, wenn wir eins von beiden Spielen gewinnen können, dann ist es für mich das Ligaspiel. Aber ja, beide verlieren, das wäre irgendwie schon sehr bitter. Also relaxed bin ich überhaupt nicht. Es ging echt, für mich. Ich bin total relaxed. Also seit heute Morgen bin ich fast schon, muss ich sagen, übernervös. Ich weiß nicht warum. Elektrisiert. Es fühlt sich für mich fast schon an wie so ein Endspiel. Also es, ja, es ist ganz merkwürdig. Ich habe das Gefühl, dass das jetzt wirklich eine richtungsweisende Woche wird, beziehungsweise natürlich dann mit dem DFB-Pokalspiel 10, 12 Tage. Übrigens wusstest du, dass der VfB zwischenzeitlich wieder zurückfährt? Die bleiben gar nicht da. Fahren die echt zurück? Die fahren zurück und fahren dann nochmal nach Hamburg. Beziehungsweise sie werden wahrscheinlich fliegen. Also, ja, aber das ist ja echt. Kann man nicht vorstellen, dass die, weiß ich nicht, in Ascasibas A-Klasse da irgendwie durch die Gegend fahren. Ja, unwahrscheinlich. Gut, aber habe ich mich trotzdem gewundert, ja. Also Samstag. Ja, das ist schon komisch, oder? Ja. Wann, Samstag und Dienstag? Nee, genau. Mittwoch, oder? Nee, Samstag und Dienstag. Aber Ich weiß, dass Tim Walter ja darauf nicht so Wert legt, dass man ständig aufeinander hockt. Ich glaube, der hat das auch abgeschafft mit, dass man die Nacht vorher zusammen im Hotel verbringt. War das nicht Tim Walter, der das abgeschafft hat beim VfB? Ja, bevor ich da jetzt Schluss erzähle, muss ich es nochmal nachgucken. Aber ich glaube, Tim Walter meinte, am besten schläft man zu Hause. Deswegen ist er kein Fan davon, dass sich die Mannschaft praktisch im Hotel trifft und da dann die Nacht vorher zusammen verbringt. Ja, gibt's ja auch unterschiedliche Ansichten. Ich glaube jetzt aber nicht, dass das damit was zu tun hat, dass der VfB aktuell irgendwie zu Hause nicht so richtig gewinnen kann. Gut, zurück zum HSV, die übrigens gerade mit 0-1, natürlich richtig, dann mit 1-0 in Bielefeld führen. Ja. Und da sehe ich schon mein erstes Problem auf uns zukommen, oder das erste Problem auf uns zukommen, nämlich, dass die Hamburger momentan das, was so in der Liga abgeht, eigentlich für mich das Nonplusultra sind. Also, sie haben eine unheimlich souveräne Art, Fußball zu spielen. Ich finde, was sie da hinten drinnen machen mit dem Van Drongelen zum Beispiel, ist richtig gut. Leibold, den wollten wir uns ja auch mal unter den Nagel reißen. Der hat aber dann gesagt, nee, also zweite Liga gehe ich nicht. Könnt ihr vergessen. Niemals, ja. Ja, dann war es halt doch so, dass er zum HSV musste. Aber ganz ehrlich, bei diesem Spieler ist es mir auch völlig Latte. Ja, also wenn du da als Ex-Nürnberger sozusagen solche Ansprüche hast und sagst, nee, ich gehe nur zu euch, wenn ihr in der ersten Liga spielt, dann gebe ich auch. Dann ist es mir auch egal, ob er zu uns kommt oder nicht. So, dann haben sie den Adrian Fein von den Bayern ausgeliehen. Das ist eine Rakete, also aus dem kann definitiv mal was werden, da bin ich mir sicher. Und so Leute wie Duziak, Kittel, das sind halt auch alle Spieler, die auf Zweitliganiveau gesehen absolute Klasse sind. Ich weiß nicht, ob die in der Bundesliga nochmal so richtig durch die Decke gehen können, aber in der zweiten Liga definitiv. Jatta ist ein starker Spieler, der Hinterseher ist auch so ein klassischer Zweitligastürmer, der regelmäßig trifft. In der Bundesliga vielleicht so noch ein bisschen ausbaufähig oder Potenzial nach oben hat, so ist es besser ausgedrückt. Tja, und dann unser alter Bekannter, der heute beginnen darf, nämlich Martin Hanig, der wird einem als VfB-Fan natürlich auch mal gleich ganz anders, wenn so ein Ex-VfBler, der auch nicht den schönsten Abschied hatte, uns dann wieder gegenübersteht. Da heißt es dann ganz schnell mal wieder ausgerechnet,
Also so ein bisschen Sorgen mache ich mir schon. Ich bin nicht ganz so entspannt wie du, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann mich an kein richtig schlechtes Spiel von dem HSV erinnern in der Saison. Vielleicht das Ding gegen St. Pauli. Ja, wobei, ich glaube, das ist halt auch ein besonderes Spiel, ja, wenn du da gegen den Stadtrivalen antrittst. Die anderen Spiele waren eigentlich weitestgehend souverän. Die haben auch immer mal wieder so Phasen drin, zum Beispiel gegen Karlsruhe, als sie dann das, glaube ich, 3-0 oder 2-0 geführt haben und dann irgendwie das Spiel nicht mehr ganz so ernst nehmen und plötzlich kommt Karlsruhe nochmal auf. Das passiert denen auch, ja. Aber so über Strecke gesehen ist das alles sehr souverän, was die so runterspielen. Und ich sehe jetzt gar nicht so viele Schwachstellen beim HSV. Die gibt's auch, aber ich glaube, ich bin momentan einfach ein bisschen unzufrieden mit unserer Mannschaft. Und sehe einfach nicht, nee, aber nicht die zwei Spiele werden echt der Härtetest. Also in der Fremde und dann gegen ein sehr eingespieltes Team, das gerade auch dann ja erfolgreich kickt. Und also ich glaube, danach sind wir doch um einiges schlauer. Vielleicht noch mit eingeschlossen dann das Heimspiel gegen Dresden. Also auch Dresden ist halt relativ weit unten in der Tabelle, aber so Heimspiele gegen Dresden liefen ja für den VfB auch eher so semi-erfolgreich. Also mal gucken. Also ich denke jetzt Hamburg, Dresden und dann können wir wirklich so ein Fazit ziehen, wie also der Walter VfB dann bislang performt. Der Schlüssel für mich ist definitiv Kittel und Fein im Mittelfeld. Die musst du in den Griff bekommen seitens des VfB. Also hier brauchen wir auf jeden Fall einen starken Sechser, wer auch immer das dann letzten Endes sein wird, aber der braucht einen Sahnetag, egal wer es ist. Dann musst du Jatta irgendwie in den Griff bekommen, der nicht immer brillant performt, aber also der hat eine unheimliche Dynamik, Kraft, die er da mitbringt. Und er würde jetzt gegen Stenzel spielen. Ja, Jatta kommt über links. Das heißt, ja, er würde auf Stenzel treffen. Und da sehe ich natürlich auch so ein kleines Problem, weil Stenzel ja schon dieser verkappte Spielmacher ist im System weiter. Der Zehner, ja. Ja, und da hast du natürlich dann oft das Problem, dass dann vielleicht da mal eine Lücke klafft, beziehungsweise Stenzel hinterher eilen muss. Und das klappt vielleicht gegen den ein oder anderen Wiesbadener noch ganz gut. Aber ob das gegen Jatta funktioniert, da bin ich mal gespannt. Also da muss dann auch der Innenverteidiger, der mit reinkommt, eine gewisse Dynamik mitbringen. Vielleicht spricht das dann auch eher für Avuja, der, glaube ich, ein bisschen schneller ist als Phillips. Der wirkt auf mich ein bisschen langsam, muss ich ganz ehrlich sein. Ja, schon ein bisschen hölzern, ja. Ja, also vielleicht spricht das dann in der Innenverteidigung eher für Avuja als für Nathaniel Phillips, weil ich gehe davon aus, dass Kempf in der Innenverteidigung dann wahrscheinlich auf der linken Seite spielen wird, oder? Ja, aber vielleicht spricht es auch einfach dafür, dass man sich dann mal einfach dem Gegner ein bisschen anpasst und dann sagt, hey, musst du. Sehr, sehr starke Leute im Mittelfeld und vielleicht stellen wir halt einfach einen von denen mal einen von unseren auf den Fuß. Das wird nicht passieren. Nein, das wird nicht passieren, aber das sollte man vielleicht machen. Ja, also das wird unter Walter nicht passieren. das wird nicht passieren, aber es wäre vielleicht in dem Fall einfach mal angebracht, ne? Und wir werden dann gucken, wie es am Ende ausgegangen ist und dann hat halt Tim Walter recht oder alle anderen haben recht. Also Kittel gegen Santi wäre eine interessante Situation, glaube ich. Das könnte ich mir ganz, ganz gut vorstellen, ja, dass die beiden sich irgendwie duellieren. Ja, das würde dafür sprechen, dass Santi dann wieder als so in der Halbposition als linker Mittelfeldspieler aufläuft. Ja, aber dann hast du halt echt das Problem, dass Orel Mangala gegen Fein dann natürlich auch seine Defensivqualitäten unter Beweis stellen muss. Und ich sehe Orel Mangala eher als spielstarken, pressingresistenten Strategen und weniger als enorm zweikampfstarken Abräumer vor der Abwehr. So möchte ich es jetzt mal ausdrücken. Aber da hat Carazor in den letzten Spielen auch nicht unbedingt brilliert. Also das macht mir schon noch so ein bisschen Bauchschmerzen, ja, das Mittelfeld vom HSV. Und Duziak mit seiner Abschlussstärke aus der Distanz, ja, ist auch immer gefährlich, da musst du auch enorm aufpassen. Boah, also das wird auf jeden Fall ein Brett, aber ich glaube wirklich, dass wir davon profitieren können, dass wenn der Gegner mitspielt, dass wir dann halt einfach auch ein bisschen mehr Räume bekommen und dann vielleicht die Schnelligkeit von einem Silas, von einem Nico Gonzalez besser ausspielen können. Also ich bin sehr gespannt, wie weiter das angeht. Der HSV ist für mich zu Recht momentan Tabellenführer in der zweiten Liga. Sehr, sehr souveräner Auftritt bislang. Und ja, Dieter Hecking macht da einen sehr, sehr guten Job. Und ja, das wird schwierig. Sebastian, jetzt kommen wir mal zur Startaufstellung. Ja. Also ich kann schon verraten, ich habe ja
Ne, ich habe es noch nicht gesagt, aber ich hatte diese Woche nicht, doch, ich habe es vorhin mit den Statistiken gesagt, ich hatte diese Woche nicht ganz so viel Zeit, mich auf die Sendung vorzubereiten wie sonst. Dementsprechend habe ich auch noch gar keinen Startelf-Tipp mir zusammengeschrieben, das werde ich jetzt hier on the fly machen. Aber dafür weiß ich, wer den letzten Startelf-Tipp von uns beiden gewonnen hat. Keiner, unentschieden. Beide haben 9 Spieler richtig getippt und ja, Sebastian, mal wieder konntest du jetzt nicht richtig aufholen. Aber, ja, trotz meines gewagten Tipps irgendwie Castro auf die 10 zu setzen, aber es hat nicht so ganz gepasst, aber immerhin ist er aufgelaufen von Anfang an. Genau. Und da sind wir schon beim Thema, schlechthin. Wie sieht's denn beim nächsten Spiel aus? Da gibt's ja einige Positionen, die neu besetzt werden müssen. Ich denke mal, im Tor ist klar, Kobel und Stenzel, das gilt für uns beide. Genau, Kobel und Stenzel müssen immer, ja. So, dann bei Kempf gehen wir auch beide d'accord, ist klar. Ja. So, und jetzt wird's interessant. Wer ist der zweite Innenverteidiger und wer spielt als Linksverteidiger? Weil auch da muss man sagen, Insua hat in der Saison noch nicht so performt, wie man sich das vorstellt. Die Optionen sind halt nicht so verheißungsvoll aus meiner Sicht, weil David Krötzinger, den mag ich zwar, ja, ich fand auch die Vorbereitung gut, aber ich glaube, dass der ein Tempodefizit hat gegen den einen oder anderen Spieler und auch so, was das Durchsetzungsvermögen angeht, da ist auch noch Luft nach oben. Und da sind wir wieder bei diesen robusten, abgekochten Typen, die der HSV da vorne drin hat. Schwierig, da mit so einem jungen Spieler zu agieren, der dann gegen einen Harnik, Hinterseher oder Jatta, egal wer da dann angerannt kommt, sich clever verhalten soll. Oh Mann. Nee, vor allem, du kannst ja einen Grötzinger eigentlich dann getrost reinwerfen in einem Heimspiel, dass du auf jeden Fall gewinnst gegen Wien, Wiesbaden oder Holstein Kiel. Aber jetzt auswärts in Hamburg, da wird es dann echt schwierig. Ne? Und deswegen glaube ich schon, dass als Linksverteidiger sehen wir wieder good old Emiliano Insua. Ich habe ja vor einigen Spielen schon mal gesagt, dass Askar Siba für mich auch theoretisch denkbar wäre. Ja. Aber ich vermute, dann würde Santi explodieren, wenn es auf einmal heißt, Linksverteidiger, ich glaube, dann fährt er gar nicht erst mit. Nee, also ich sehe auch in Suha da leider Gottes, muss ich ganz ehrlich sagen, als Linksverteidiger auflaufen. Ja, da hätte ich auch kein gutes Spiel gemacht, also ich mag ihn total, also, aber ja, das war die Saison bisher sehr, sehr bescheiden, aber vielleicht überrascht er uns und macht dann in Hamburg das Spiel seines Lebens gleich zweimal. Ja, vielleicht braucht er die großen Spiele für sich. Gut, ja, der Innenverteidiger, der Holger Badstuber ersetzt, darüber müssen wir uns auch noch kurz unterhalten. Also es gibt ja eigentlich nur 2 Optionen, Nathaniel Phillips und auf der anderen Seite Maxima Vuja, der bei der zweiten Mannschaft mitgespielt hat am vergangenen Wochenende. Genau, und Philipp saß gegen Kiel nicht mal auf der Bank, sondern auf der Tribüne. Genau. Und hat gar nicht gespielt, deswegen, ja, es muss eigentlich Avuja sein. Ich tendiere auch zu Avuja. Also gerade, was ich vorhin gesagt habe, die Geschwindigkeit, die er mitbringt, ich finde, er hat es insgesamt auch nicht so schlecht gemacht bislang in den Tests für den VfB. Er hat in der deutschen U21-Nationalmannschaft solide gespielt. Also da muss uns nicht Angst und Bange werden. Mhm. Ja, und ich finde halt, dass der letzte Eindruck, den wir von Phillips bekommen haben, nicht so gut war. No. Da würde ich mir, glaube ich, eher mehr Sorgen machen, wenn der aufläuft. Deswegen absolut, ja. Gehe ich da auch mit und sage, Avuja ersetzt Badstuber. So. Jetzt kommt unser Mittelfeld und ich muss ganz ehrlich sein, da tue ich mich so schwer. Ja, schwierig, oder? Ja. Also wenn du schon was weißt, kannst du auf der 6 ist klar. Okay, also meinst du, für der mich. Hat sich da festgespielt? Ja, total. Gegen Kiel Note 4,5 und eine gelbe Karte, das ist für mich festgespielt, ja. Ach. Also ich schreibe mal bei dir, Santi, auf. Ja. Ich brauche noch ein bisschen. Mach mal weiter. Wen hast du denn dann sonst noch so zu bieten im Mittelfeld? Ja, schwierig. Also Philipp Förster würde ich auch wieder bringen. Der hat auch gegen Kiel, wie alle anderen, nicht gut gespielt. Aber er hat halt einen guten Distanzschuss. Ja, also Philipp Förster bringe ich auch wieder. System, spielst du 4-3-3 oder 4-4-2? Na, ich glaube, wir 4-4-2 spielen. Ich glaube auch, weil ich fand das 4-3-3 jetzt nicht so cool. Nee, war nicht überzeugend. Ja. Und ich glaube auch, dass du gegen, obwohl der HSV spielt, glaube ich, auch ein 4-3-3. Und na gut, er passt sich ja nicht an den Gegner an. Genau, der Gegner ist uns völlig egal, du. Also. Ist egal. Ja. Scheiße. Okay, Förster gehe ich mit. Den würde ich in einem 4-4-2 auf die 10 stellen, so wie letzte Woche. Und da würde ich, glaube ich, jetzt endlich mal Philipp Clement bringen. Ah, shit.
Mann, ja, den gibt's ja auch noch. Habe ich schon wieder vergessen. Oh, siehst du, wenn ich mir nicht vorher die Gedanken mache, dann ist es schwierig. Stimmt, der Clement wäre auch noch eine Option. Und der hat jetzt keine Minuten bekommen gegen Kiel. Nee, wir brauchen die spielerisch stärksten Leute einfach auf dem Platz. Und da gehört Philipp Clement dann dazu. Also den brauchen wir jetzt. Okay, also du hast jetzt Santi, Förster, Clement und? Links bringe ich, wenn ich zwei Stürmer habe, dann bringe ich links Silas. Oh, okay, also Silas im Mittelfeld. Ja. Okay, okay, okay. Also ich tue mich wirklich enorm schwer mit der ganzen Nummer. Aus meiner Sicht muss Mangala spielen, das ist für mich der stärkste Sechser, auch wenn er vielleicht Defizite hat in der Zweikampfführung, aber die sind nicht so und gravierend. Und im Torabschluss. Deswegen stell ihn auf die Sechs. Da ist er weit genug weg vom Tor. Ich würde ihn wirklich auf die Sechs stellen. Ja, doch, da würde ich ihn tendieren. Dann würde ich Santi mit reinnehmen, weil ich glaube, so eine Kampfsau auf dem Platz zu haben, ist ganz wichtig gegen Hamburg. Also Santi kriegt von mir auch ein Go. Du kommst an Förster nicht mehr vorbei, finde ich, weil das ist nee, so von den Mittelfeldspielern. Der ist echt cool, also dafür, dass er von Sandhausen kam und sich sofort irgendwie da festgespielt hat. Also richtig, richtig gut. Absolut, also der bringt halt genau das mit ins Spiel, was wir vor allem in der letzten Saison auch vermisst haben, so diese Abschlussstärke, auch den Mut mal irgendwie, weißt du, drauf zu hauen, also das gefällt mir eigentlich alles ganz gut, auch wenn es jetzt gegen Kiel vielleicht nicht sein bestes Spiel war, aber die er bislang gezeigt hat, die Spiele waren schon sehr, sehr gut. Ja, und dann hast du jetzt mit Clement hier bei mir was ausgelöst, das habe ich so gar nicht auf der Rechnung, aber ich gehe mit, ich stelle Clement auf. Ich weiß nur noch nicht, ob ich den als Zehner bringe, aber wahrscheinlich schon, ja. Förster dann auf rechts, Santi auf links, Mangala auf der Sechs und Clement als Zehner. Ich glaube, so würde ich spielen, ja. Aber ich bin nicht davon überzeugt, sage ich dir ganz ehrlich, also ich habe da immer noch Bauchweh. Irgendwie habe ich vor dem Hamburger Mittelfeld, ich habe es ja vorhin schon gesagt, großen Respekt. So, dann kommen wir zum Sturm. Wen siehst du denn da im Sturm? Also ich fand, Ochsen-Sturm hat nicht funktioniert und dieser Young Guns-Sturm hat nicht funktioniert, deswegen nehme ich den Go-Go-Sturm mit Gonzales und Gomez. Okay, also Gonzales ist für mich auch drin in der Mannschaft, ja, ganz klar. Und dann Silas bei mir im Sturm. Okay. Also Gomez ist für mich vielleicht nach Castro die zweitgrößte Enttäuschung. Das kann man eigentlich von Spieltag zu Spieltag drehen. Die nehmen sich beide nicht viel. Da kommt halt auch viel zu wenig. Also ich komme viel zu wenig, ja. Aber er hat halt immer noch ich finde, mit ihm verbunden ist die Hoffnung, hey, er wird unser Terodde von Köln in der letzten Saison halt. Ne? Also der das ich muss er ja mal dann zünden. Also Gomez bewegt sich da vorne drin, also da, ich habe manchmal das Gefühl, der Pfosten irgendwie rutscht mehr durch die Gegend im Strafraum als Mario Gomez. Nee, es ist gemein. Ja, es ist ja, gemein, aber du hast recht. Ja. So enttäuschend. Also ich möchte jetzt wirklich hier mich nicht dran aufgeilen, dass ein Spieler viel, viel Geld verdient und natürlich ist das nicht Gomez seine Schuld, aber ach, das ist dann so weit von dem entfernt, was man eigentlich von einem Mario Gomez erwartet, dass ich da auch nicht mehr ganz so drüber hinwegsehen kann. Also es ist so. Nein, es ist ja auch völlig egal, ob jetzt ein Mario Gomez kolportierte 4,5 Millionen oder 450.000 oder 45.000 Euro verdient. Aber es ist halt frappierend zu sehen, dass er sich halt nicht abhebt von irgendwelchen Superjugendstürmern, die halt ihre ersten Minuten der Liga sammeln halt, ne? Und da erwartest du von ihm einfach so ein bisschen mehr. Und selbst wenn er nicht spielt, erwartest du von ihm ein bisschen mehr. Und das ist wie du sagst, irgendwie in allen Belangen ein bisschen zu wenig. Ja, also es ist egal, wann du ihn bringst, ob du ihn einwechselst, ob er von Anfang an spielt. Ja. Er findet eigentlich nie statt. Das ist das Erschreckende für mich. Und andere Spieler finden dann schon eher statt, auch wenn sie vielleicht ähnlich wenig Erfolg haben wie er vorm Tor. Aber auch gegen Hamburg kannst du da nicht mit Ausstrahlung oder so kommen. Ja? Also das ist jetzt für die wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so der angsteinflößende Gegenspieler wie vielleicht für den einen oder anderen in Wiesbaden zum Beispiel. Da kann ich mir das schon vorstellen, dass wenn auf einmal Mario Gomez auf dem Platz steht, dass man sich dann denkt, oh, schon geil, dass du jetzt hier neben einem Champions-League-Spieler plötzlich aufläufst. Ja, ja, aber genau, das funktioniert in Hamburg, glaube ich, nicht. Also die Drohkulisse Gomez sehe ich nicht. Nee. Da würde ich von abraten. Aber gut, mal gucken. Al-Ghadoui sollte man vielleicht nicht außer Acht lassen. Tut mir ein bisschen schwer damit, den irgendwie draußen zu lassen, muss ich ganz ehrlich sein. Aber Silas als klassischen Stürmer, vielleicht so ein bisschen hängend hinter Gonzales, das würde ich mir eigentlich ganz gut gefallen lassen. Vielleicht könnte man auch irgendwie so ein System fahren, dass Clement gar nicht so als der klassische Zehner agiert, sondern dass man eher so ein
glaube, das nennt sich dann flaches Mittelfeld, oder? Wenn alle so auf einer Höhe stehen? Oder habe ich das mal falsch gelernt? Ich bin nicht so der Taktikexperte. Also, wenn alle drei Mittelfeldspieler auf einer Linie stehen, vor dem Sechser, sowas könnte ich mir auch vorstellen. Und dass dann Silas sich immer so ein bisschen fallen lässt und dann vielleicht eben auch ein bisschen mehr Wiese vor sich hat und so Tempo aufnehmen kann. Ach, davon träume ich nachts manchmal so ein bisschen. Mein Ding ist, dass auch González ja jemand braucht. Jemand ist, der ein bisschen Raum vor sich braucht halt. Ne? Während ja Gomez und Al-Ghadoui wirklich Leute sind, die kannst halt irgendwie 30 Zentimeter vor der Torlinie anspielen und die machen das Ding dann im Zweifelsfall. Und das können halt weder González noch Silas. Also die brauchen halt ein bisschen Raum, um Tempo aufzunehmen. Und deswegen glaube ich, dass wir einen von beiden, also Gomez oder Al-Ghadoui irgendwie vorne drin ganz gut benötigen könnten. Wobei natürlich gegen Van Drongelen wirst du dich, glaube ich, schwer tun, Kopfballtore zu erzielen, was nicht unmöglich ist, keine Frage. Aber wie groß ist der? Der sieht immer so klein aus. Da fragst du mich jetzt so Insider-Sachen. Also ich kann mal nachgucken. Der ist doch, oder? Der ist 1,85. Er ist nicht der Größte, ja, aber der macht einen. Mario Gomez ist 2,10 Meter, also. Insofern. Ja, also auf jeden Fall. Und wenn er, ne, ich sag's jetzt nicht. Ja, aber er springt halt nicht mehr so hoch. Hoch, deswegen, okay. Ich glaube, Van Drongelen springt auf 2,10 Meter und Mario Gomez ist halt einfach 2,10 Meter. So, und ansonsten weiß ich nicht, wie sich das sonst hinten aktuell gestaltet bei den Hamburgern. Da spielt immer der Letschert, von dem ich jetzt noch gar nicht so viel zu erzählen habe. Ich glaube, der hat auch nicht so viele Spiele in der zweiten Liga gemacht. Ja, kann ich nicht einschätzen, wie gut er ist, ob der gegen uns spielen wird, muss man abwarten, aber der Van Drongelen gefällt mir schon sehr, sehr gut. Ich glaube, das könnte mal jemand werden, müssen wir mal beobachten. Gut, wir werden dann am Montag nochmal aufnehmen, deswegen sprechen wir jetzt noch nicht ausführlich über das zweite Spiel gegen den HSV, dann im DFB-Pokal. Wir warten erstmal das erste Spiel ab und ich würde sagen, dann am Montag werden wir zwei Startaufstellungen präsentieren, einmal für das Pokalspiel in Hamburg und natürlich für das nächste Heimspiel gegen Dresden. Gut, Sebastian, dann kommen wir jetzt zur Mailbox. Und da muss ich erstmal hier was erzählen, denn zum ersten Mal habe ich es leider nicht geschafft, die Mailbox zu schneiden. Es tut mir sehr, sehr leid, aber ich habe es wirklich zeitlich nicht hinbekommen. Es lag zum einen daran, dass Sonntagsspiele ja einfach dann so ein bisschen ja, meine eigentlichen Vorbereitungen durchkreuzen. Ich mache ja meistens Sonntag früh bis Mittag die Mailbox fertig. Früh bis spät, ja. Ja, früh bis spät, so könnte man es auch sagen. Und das entfällt natürlich, wenn an diesem Tag erst noch gespielt werden muss. Und dann kam ich am gestrigen Sonntag nach Hause und wollte mir unbedingt das Spiel nochmal angucken. Habe ich auch getan. Ich habe mir dann die erste Halbzeit zweimal angeguckt, jetzt gebe ich es doch zu. Und dann war es rucki zucki 21.30 Uhr und dann hatte ich ehrlich gesagt keine Lust mehr, mit der Mailbox zu beginnen. Ich hätte es natürlich heute machen können, aber heute, ja, an unserem Podcast-Tag, hat meine Frau Geburtstag. Nein! Und der Deal mit meiner Frau war, Schatz, habe ich gesagt, dir gehört die Zeit von 15 bis 19 Uhr. Und ab 19 Uhr braucht der VfB mich. Genau, also an dieser Stelle herzliche Glückwünsche an Ricky, seine Frau. Ich gebe es weiter. Deren Vornamen ich natürlich auch kenne, aber jetzt hier nicht nenne. Genau. Ja. Sie ist, glaube ich, nicht so internetaffin. Sie wird es nie rausfinden. Wobei, ich zeige ihr natürlich dann immer die interessanten Sachen, die so im Netz gerade diskutiert werden. So, dann, also keine Mailbox. Zusammengeschnittene Mailbox in Ausgabe, aber, in der Jubiläumsausgabe 75. Ich muss sagen, sind die DFL und Richis Frau. Hauptsächlich die DFL an der Stelle, aber ich muss noch dazu sagen, wenn es mir gelingt, diese Woche noch irgendwie diese Mailbox zu schneiden, dann werde ich das Ganze auf Twitter, Instagram und Facebook veröffentlichen. Also, mach's doch auf Patreon und dann müssen Leute zahlen dafür, dass sie es noch hören, oder? Ja, also da fehlt mir, glaube ich, ganz ehrlich, der Antrieb für solche Sachen. Ja, okay. Bin ich ganz ehrlich. Also, vielleicht, weil ich auch weiß, dass da zu wenig reinkommen würde. Nee, also es ist rein zeitlich schwierig diese Woche. Ich versuch's, wenn es mir gelingt, dann mache ich das. Ansonsten seid mir bitte nicht böse. Ich habe es halt einfach nicht geschafft. Sorry. So. Genau, aber nur weil Ricky die Mailbox nicht geschnitten bekommen hat,
aus wirklich sehr wichtigen Gründen, heißt das ja nicht, dass wir die Mailbox nicht abgehört haben. Natürlich haben wir sie abgehört und ich habe, glaube ich, die ganzen Nachrichten runtergeladen und es waren knapp 30, also nochmal vielen, vielen Dank für euer Feedback, das war wieder ganz großartig. Und ich weiß nicht, möchtest du jetzt die Hintergrundmusik kurz einsummen oder? Nee, ich finde den menschlichen Mix eigentlich gar nicht so schlecht. Ich lasse dich jetzt hier einfach mal die wichtigsten Nachrichten verlesen, beziehungsweise ja, du sagst einfach, über was wir noch so ein bisschen sprechen könnten und dann machen wir das. Genau. Wie gesagt, wir haben es abgehört, wir haben es kurz zusammengefasst und geben euch jetzt mal die Zusammenfassung. Wir hatten viele Anrufe aus dem Stadion und ganz verständlicherweise waren die meisten Anrufer aus dem Stadion nicht wirklich zufrieden mit dem Spiel. Aber erstaunlicherweise sagen auch die meisten Leute, eine generelle Trainer-Infragestellung ist unangebracht. Also es gab auch Stimmen, die sagen, Walter muss weg und wir brauchen einen neuen Trainer. Der überwiegende Anteil hat gesagt, nee, gebt den Zeit. Aber trotzdem waren natürlich die Fragen, wie sollen wir so aufsteigen? Wo ist die Entwicklung? Nur Ballbesitz ist zu wenig. Es fehlt uns Tempo, Vertikalität und Wille. Das fand ich ganz cool. Und vor allen Dingen gab es dann die Frage, wurde der Walter-Code bereits in der letzten Saison dechiffriert? Also können wir mit dem System Walter gar nicht mehr gewinnen. Und das haben wir eben auch schon angesprochen, fehlt Cheftrainer Tim Walter so ein bisschen die nötige Demut. Also da wurde dann das Interview nach dem Spiel auf Sky angesprochen, wo er doch so ein bisschen selbstgerecht rüberkam. Ich habe es nicht gesehen, aber es scheint so. Ja, er war angepisst einfach. Das Problem bei dem Interview, muss man dazu sagen, war halt einfach, wie der Moderator im Studio in die Sache reingeht. Die spielen das ein, was Holger Badstuber beim Verlassen des Spielfelds gesagt hat. Ah, okay. Das war das Erste. Davor natürlich der Spielbericht, der logischerweise nicht wohlwollend dem VfB gegenüber war. Und dann wird Tim Walter mit der Aussage von Holger Badstuber konfrontiert und hat sie selber einfach noch nicht mal gesehen, sondern hört halt irgendwas über sein kleines Earpiece-Ding da und soll jetzt dann mehr oder weniger den Spieler verteidigen oder eben dann runter machen am besten noch. So. Und dann sagt er halt, du hast richtig gemerkt, er hat keinen Bock auf die Scheiße. So, der hätte jetzt gerne vielleicht oder wäre bereit gewesen, jetzt über das Spiel zu sprechen, aber verschont mich bitte nach dem Spiel, Minuten nach dem Spiel mit so einem Scheiß. Das war so seine Haltung. Und da gebe ich dir recht, du hast ja vorhin schon die perfekten Worte dafür gefunden. Da braucht es halt dann eine gewisse Souveränität und da musst du drüber stehen und das weglächeln. Und ich glaube, nach anfänglicher Angepisstheit, so möchte ich es mal ausdrücken, hat er sich dann auch wieder zusammengerissen und hat es eben weggelächelt. Aber du hast ihm natürlich schon angemerkt, dass der absolut keinen Bock hat, mit diesem Typen hier zu reden. Und das liegt an der ganzen Berichterstattung von Sky. Dann nehme ich Tim Walter wirklich in Schutz. Du hast halt da wirklich einen Haufen, also wirklich 8 Viertklässler könnten das besser produzieren, als das, was Sky da macht. Das ist einfach nur noch lächerlich. Und und dann sollst du dich mit den Leuten vernünftig unterhalten und du weißt im Endeffekt, egal was du zu diesem Thema jetzt sagst, es wird irgendwie ausgeschlachtet werden, ja. Und er kann sich nur in die Nesseln setzen. Und ich fand das als Einstiegsthema schwierig. Also ich glaube, da kannst du auch irgendwie so sagen, Herr Walter, schönes Wetter da in Stuttgart oder was ja irgendwie. Naja, okay. 2, 3 Floskeln, mach erstmal so ein bisschen auf gute Laune und dann spielst du ihm das Ding vor, hören Sie es und so. Also ja, das war einfach ein bisschen scheiße gemacht von Sky. Und zum Thema Dechiffrieren und so weiter und so fort. Also ich sehe es nicht ganz so dramatisch. Natürlich weiß man, was man zu erwarten hat als Gegner, wenn man gegen Tim Walter spielt, gar keine Frage. Wäre die Mannschaft aber oder das System von Tim Walter komplett dechiffriert, dann glaube ich nicht, dass wir ja so viele Torchancen uns erspielen könnten. Also es ist jetzt nicht so, dass wir überhaupt keine Chancen gehabt hätten gegen Kiel und auch gegen Wien Wiesbaden. Also das waren ja wirklich so viele Chancen, da musst du halt einfach auch mal das Ding reinmachen. So. Und die Abwehrfehler, die wir regelmäßig begehen, die uns unterlaufen, ja, die haben jetzt auch für mich wenig damit zu tun, dass man das Spielsystem von Walter erkannt hat und jetzt die richtigen Rückschlüsse zieht, sondern das sind halt einfach dumme Abwehrfehler, die uns da unterlaufen. Ja, da kannst du 5-mal System wechseln, wenn sich dein Abwehrspieler so verhält wie Borna Sosa gegen Wien Wiesbaden, Emiliano Insua gegen
Kiel, ja, da wirst du halt Spiele verlieren. Punkt. So ist es. Und daran müssen wir arbeiten. Und nicht so sehr daran, dass der Walter jetzt wieder 5 neue Systeme auspackt und so. Ich glaube, er arbeitet da schon mit der Mannschaft dran. Und du siehst es ja auch, diesmal hat er mit einem 4-3-3 gespielt. Er hat auch innerhalb oder während dem Spiel umgestellt, gezwungenermaßen wegen der roten Karte. Aber ich sehe da jetzt nicht irgendwie so ein stupides Runterrattern eines Systems, ja. Es gibt schon so Phasen, wo er versucht, Dinge umzustellen. Das gelingt halt einfach nicht so richtig. Das stimmt. Ja, also da muss es dann vielleicht, da tue ich mich halt jetzt schwer. Muss es von der Mannschaft dann mal kommen? Muss da vielleicht auch mal ein Zeichen von einem Spieler kommen, dass ich jetzt mehr Risiko wage? Ich meine, wie oft soll dein Trainer sagen, dass er möchte, dass du Risiko eingehst? Ja, also das fehlt mir dann vielleicht so ein Stück weit. Vor allem von den kreativen Spielern. Ja, nicht so sehr von einem Karasor, auf dem wird schon oft genug rumgeritten. Von dem erwarte ich aber nicht, dass der jetzt zu einem Harakiri-Dribbling ansetzt und dann direkt wieder aufs Maul bekommt vom Publikum. Nee, aber von einem Förster kann noch mehr kommen, der macht schon vieles gut, aber da kann noch mehr kommen. Und natürlich auch von Castro, ich hoffe, dass Clement jetzt mal wieder eine Chance bekommt, da muss mehr kommen, der muss endlich mal wieder das unter Beweis stellen, was wir halt von ihm kennen aus seiner Zeit in Paderborn. Nico habe ich schon angesprochen, ja, also da sehe ich eher die Probleme und System weiter kann funktionieren. Du musst die Chancen machen, die Fehler abstellen. Hinten. Genau. Und dann hast du auf der Mailbox noch ein ganz großes Lob bekommen, weil du hast in der letzten Ausgabe Jason Lee von Kiel hervorgehoben als einen der Spieler, der dem VfB gefährlich werden könnte. Und ja, wer hat ein überragendes Spiel gemacht und das entscheidende Tor erzielt? Ja gut, das war nicht so schwer. Also es ist halt wirklich, ja, der beste Spieler trotzdem, bei Kiel. Hättest du darauf gewettet, irgendwie, dass Lee irgendwie das entscheidende Tor erzielt, ne? Dann wär's jetzt reich. Dann müsstest du keinen Podcast mehr machen. Also wenn ich, ja, das stimmt. So weit will ich nicht gehen. Ich hätte dann vielleicht alles hier auf eine Karte setzen müssen. Ich weiß nicht, ob dann heute das Thema Geburtstag meiner Frau noch dazu geführt hätte, dass ich die Mailbox nicht schneiden kann. Wahrscheinlich nicht. Nee, aber das hast du halt schon gesehen, dass die da offensiv ein paar gute Leute dabei haben. Auch der Atanga, der dann sich leider verletzt hat, der hat auch ein gutes Spiel gemacht, auch eine super Chance gehabt, die dann Kobel klasse hält. Rudi Baku ist auch so ein Spieler, den man halt einfach auf dem Schirm haben muss. Die haben da schon ein paar gute Leute bei Kiel. Also, die gefallen mir schon ganz gut, auch in der Offensive. Danke übrigens fürs Kompliment. Ich habe noch einen Anruf von Lukas oder sogar zwei Anrufe und der hat zwei relativ interessante Themen aufgebracht. Einmal Kadergröße, das war ja so ein Thema, was von Tim Walter am Anfang der Saison immer ein bisschen klein geredet wurde, wo er sagte, na, wir haben keinen übergroßen Kader, weil wir haben ja irgendwie ganz viele Torhüter und Verletzte und dann ist der Kader ganz normal groß. Aber er hat natürlich zu Recht angemerkt, dass wir jetzt gegen Kiel schon eine sehr prominent besetzte Bank hatten mit Gomez und Avucha und Klimowitz und Mangala und Karasor. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, was passiert, wenn jetzt auch die Langzeitverletzten wieder zurückkehren. Und das bedeutet natürlich dann zwangsläufig, dass einige von den prominenten Namen auch auf der Tribüne sitzen. Aber ich würde persönlich sagen, also ich würde mich drüber freuen, dass die Spieler unzufrieden sind, die nicht spielen, weil aktuell sind die Spieler unzufrieden, die spielen, weil wir die Spiele gerade verlieren. Hm. Insofern ist das für mich jetzt so ein Luxusproblem, was ich eher noch so ein bisschen nach hinten schieben würde. Ja, gehe ich auch mit. Also ich finde schon, dass wir einen großen Kader haben, ja, aber ich fand die Begründung für die Größe des Kaders für mich, ja, in Ordnung. Also zum Beispiel auch das Thema, wir wissen nicht, wer letzten Endes vorne zünden wird und die Tore schießen wird. Deswegen brauchen wir da mehrere Spieler, die potenziell die Möglichkeit haben, Tore zu erzielen. Jetzt sehen wir es ja gerade. Keiner kriegt so richtig regelmäßig mal die Bude irgendwie oder den Ball ins Tor. Und wir haben keinen Spieler, der wirklich durch viele Tore auffällt, durch viele Vorlagen auffällt. Haben wir ja vorhin besprochen. Und da ist es schon mal gut, dass du jetzt nochmal wechseln kannst und wir uns Gedanken machen, spielt ein Al-Ghadoui vielleicht das nächste Mal? Muss man Silas anders einsetzen? Könnte man Koulibaly mal von Beginn an bringen? Da bin ich ja froh, dass es theoretisch diese Optionen gibt. Auf welchem Niveau die dann sind, ja, ob die uns dann wirklich so viel stärker machen, das will ich einfach noch nicht beurteilen, weil wir halt da oft von Spielern reden, die 18, 19, 20 Jahre alt sind. Und da ist es halt immer ein bisschen schwierig einzuschätzen, wann gehen die durch die Decke oder können die überhaupt durch die Decke gehen oder, ja, es ist halt einfach ein Stück weit auch ein Poker. Aber ich finde die Herangehensweise gar nicht so verkehrt und man darf natürlich nicht vergessen, dass zum Beispiel Nathaniel Phillips und vielleicht auch ein Silas einfach Reaktionen auf eben Langzeitverletzungen waren. Also,
weiß nicht, ob man Silas geholt hätte, wenn sich Kalajdzic nicht verletzt hätte. Und ich bin mir sicher, dass man Phillips nicht geholt hätte, hätte ja. sich dann eben, wie heißt er, Kaminski nicht verletzt. Mhm. Also das ist halt, ja, das ist halt einfach dem geschuldet, dass wir zu Beginn der Saison, als das Transferfenster noch offen war, die Möglichkeit hatten, diese Position nochmal zu besetzen. Und ich glaube, man hätte Sven Mislintat definitiv einen Vorwurf gemacht, wenn er das nicht getan hätte. Weil gerade in der Innenverteidigung kannst du froh sein, dass du dich eben nochmal umgeschaut hast nach einem weiteren Innenverteidiger, weil sonst wäre es schon das ein oder andere Mal knapp geworden. Wir hatten ja mal die Situation, wo Vucic ausgefallen ist, wo Bartschuber ausgefallen ist, und dann brauchst du halt Phillips. Ja, absolut. Also ich denke, hinten war das auf jeden Fall gerechtfertigt. Ich meine, vorne ist es halt irgendwie schon krass, dass halt irgendwie ein Mario Gomez dann quasi in der Aufstellung in derselben Liga spielt wie ein Al-Ghadoui oder einen Silas dann halt einfach. Ne? Aber das hatten wir eben schon mal kurz angesprochen. Das ist vielleicht noch ein bisschen dünn. Und ja, ich finde auch, wenn wir so viele Spieler haben, dass dann halt einer von denen auf der Tribüne sitzen muss, das verschärft den Konkurrenzkampf. Und in der aktuellen Situation würde ich sagen, das tut dem VfB vielleicht auch ganz gut, dass jeder um seinen Kaderplatz kämpfen muss. Ja, das ist halt einfach so, genau. Also solange es ruhig bleibt, kann ich damit leben. Es wird natürlich interessant, das stimmt natürlich dann schon, es wird interessant zu sehen sein, wenn es mal nicht läuft und dann diverse Spieler nicht die Möglichkeit bekommen, jetzt ihr Können unter Beweis zu stellen, ob es dann auch ruhig bleibt. Ja, also man hat das ja schon ansatzweise bei Santi mitbekommen, als es bei ihm nicht so ganz lief. Dann hat er mal ein bisschen aufbegehrt und das kannst du natürlich nicht allzu oft erlauben, oder beziehungsweise das sollten möglichst jetzt nicht 2-3 Spieler sein, die so denken. Ansonsten hast du wieder innerhalb der Mannschaft ein großes Problem. Und das muss man natürlich irgendwie moderieren. Ich finde den Weg, den man dann geht, dass man Spieler in die Oberliga schickt, okay. Aber das geht natürlich auch nur bedingt, ja. Also wenn Massimo von jedem attestiert bekommt, dass er ein genialer Oberligaspieler ist und da alles in Grund und Boden spielt, aber in der ersten Mannschaft überhaupt keine Chance bekommt, dann wird er auch nicht immer freudestrahlend am Platz unten erscheinen, sondern wird sich auch denken, Mensch Leute, da hätte ich vielleicht auch in Bielefeld bleiben können, da habe ich nämlich auch nicht gespielt, also in der ersten Mannschaft. Ja, und vermutlich wirst du auch einem wie Mario Gomez nicht sagen können, dass er irgendwie jetzt mal in der zweiten Mannschaft spielen soll. Also Das kannst du vergessen. Also das kannst du auch fast nicht bringen. Also das wäre wirklich egal, wenn du das so bringen. Aber ich meine, wenn man sich den Kader jetzt so anguckt und die Leistungsstruktur, dann könnte es halt schon sein, dass er halt nicht im Kader steht einfach. Ne? Also, wobei, Willi Sagnol hat es damals bei den Bayern gemacht. Gut, es war natürlich Regionalliga, ja, aber trotzdem hat es, ja, der war ja Weltmeister, oder? Ja, ich glaube schon, ja. Oder? Hat er in der Weltmeistermannschaft von 98 gespielt? Weiß das jemand? Bitte melden. Auf jeden Fall war er nah dran am Titel. Und hat dann am Ende seiner Karriere noch bei den Bayern Amateuren mitgewirkt. Gut, gibt es sonst noch was von der Mailbox? Jetzt bin ich gerade bei Wikipedia beim Willi Sagnol, aber ich springe kurz zurück zur Mailbox. Weil der Lukas hat wirklich schlaue Sachen gesagt. Zum einen die Kadergröße, aber das haben wir auch eben schon angesprochen, dass eventuelle Defensivproblem jetzt vor dem Spiel oder vor den Spielen gegen Hamburg. Ne? Du hast in der Innenverteidigung eine Vakanz. Phillips war nicht im Kader gegen Kiel. Das heißt, vermutlich spielt Avuja gegen Hamburg. Der hat bisher ein Saisonspiel gemacht und das gegen Hannover, ist mit Gelb-Rot raus. Danach hat er echt nicht mehr gespielt. Also das ist halt schon so ein bisschen schwierig, auch wenn er ein guter Typ ist, aber ja, bringt halt keine Spielpraxis mit. Macht das? Ja, natürlich macht er das. Und ja. Lukas brachte dann halt noch das Thema auf, irgendwie auf der linken Seite hat Insua jetzt wirklich nicht überzeugt und es gibt ja noch einen jungen Mann beim VfB namens David Rötzinger. Und ob der eventuell eine Chance bekommen sollte, warf dann aber auch gleich ein, dass natürlich Rötzinger auf links und Avuja in der Innenverteidigung natürlich eine sehr riskante Sache wäre. Ja, also da sehe ich es genauso wie Lukas. Also ich glaube, ich würde nicht beide bringen. Und bei Grötzinger, ich habe es ja vorhin schon gesagt, da fehlt mir halt einfach so ein bisschen noch so diese letzte Biss, diese Härte, die du da vielleicht brauchst, um in der zweiten Liga spielen zu können. Ich finde, der hat echt gute Anlagen, aber das letzte Oberligaspiel, das ich mir angeschaut habe, das war dieses ominöse 2-0 zur Halbzeit und dann nochmal das Spiel gedreht innerhalb von 5 Minuten.
Und da gab es halt ein paar Laufduelle, da sah er nicht ganz so gut aus. Ja, also hätte ich jetzt mir mehr erhofft von einem, ja, von einem fast Zweitligaspieler, um es mal so zu sagen. Ich weiß nicht, ob ich das gegen Hamburg machen würde, ganz ehrlich. Da wäre mir ein Insua fast schon lieber. Aber ich finde die Überlegung trotzdem berechtigt, zu sagen, ja, der Krötzinger hat eigentlich eine gute Vorbereitung gespielt, war dann ein bisschen raus durch seine Verletzung. Der ist wohl auch dran an der Mannschaft. Ist jetzt nicht so, dass der irgendwie meilenweit entfernt wäre. Aber, das möchte ich auch noch zu bedenken geben, er hat jetzt wieder nicht gespielt in der zweiten Mannschaft. Also vielleicht ist er auch irgendwie gerade angeschlagen. Also das ist ein bisschen merkwürdig, dass er in der ersten und in der zweiten Mannschaft nicht spielt. Ich gucke jetzt sicherheitshalber nochmal nach, währenddem du nochmal guckst, ob es irgendwas in der Mailbox gibt. Aber ich gucke gerade, ob Willi Sagnol irgendwas gewonnen hat, und er hat, glaube ich, nichts gewonnen. Nicht mal Europameister. Champions Sagnol League an der Europameisterschaft 2004 und an der Europameisterschaft 2008 sowie in der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland teil und bestritt dort alle Spiele als Stammspieler, aber so richtig Titel hat er. Er ist Vize-Weltmeister 2006 und Confed-Cup-Sieger 2001 und 2003. Ja, da damit, würde ich sagen, mehr gewonnen als ich. Muss ich enttäuschen. Also mehr hat er. Ja. Aber er ist größer er ist genauso groß wie Emiliano Insua. Oh, ja, guck mal. Ja, Parallelen. Also immerhin. Also noch irgendwie. Parallelen, die nicht jeder aufdeckt. Ja, genau. Bei STR. Ja, das auf. Gut. Dann war es das von der Mailbox oder gibt es noch was? Das war es von der Mailbox. Also der große Vorteil, dass du es gestern nicht mehr irgendwie zu dem legendären Mixdown geschafft hast, sondern ich das jetzt heute mündlich zusammenfasse, ist, dass unser Lieblingsanrufer Karl heute noch angerufen hat. Und deswegen können wir es auch noch mit reinnehmen. Und der war am Wochenende im Urlaub und hat gesagt, der VfB hat ihm echt das Urlaubswochenende so ein bisschen versaut. Und er sagt, und wir erinnern uns an Karl, der war ja total optimistisch und war wirklich guter Dinge, aber er sagt auch, jetzt ist Krise. Oh, okay. Ja. Also wenn Karl das schon sagt, dann ist Krise. Wenn Karl sagt, jetzt ist Krise, dann ist Krise. Ich habe nochmal kurz recherchiert, ob Krötzinger wirklich nicht gespielt hat gegen Bissingen am Wochenende. Hat er nicht, aber wahrscheinlich ist das so, aber ich wusste es gar nicht. Kann man in der Oberliga viermal wechseln? Ich habe keine Ahnung. Sag's lieber nicht, nachher gibt es noch irgendwelche Punktabzüge oder so. Ich wollte gerade sagen, entweder bin ich hier im ganz großen Ding auf der Spur oder der VfB oder in der Oberliga darf man viermal wechseln, denn der VfB hat in der 46. Minute Avuja rausgenommen, ebenfalls in der 46. Minute Klimowitz ausgewechselt, in der 62. Minute Kiefer ausgewechselt und Klimit dafür eingewechselt und in der 88. Minute auch noch Stein rausgenommen. Macht nach Adam Riese 4 Wechsel. Aber das wird schon seine Richtigkeit haben. Genau, wenn der VfB jetzt Punktabzug bekommt, dann wisst ihr ja, wer schuld ist. Ich glaube auch, dass es bei Colinas Erben dazu mal irgendwas gab, aber da bezog sich die Diskussion, war es ja nicht, da ich weiß jetzt nicht, wer davon erzählt hat, aber irgendjemand hat davon erzählt, dass er ein Spiel, ich glaube, in Dortmund gesehen hat, da gab es auch 4 Wechsel, aber es bezog sich damals, die Diskussion, sage ich doch, wohl nur auf Nordrhein-Westfalen. Vielleicht ist es in Baden-Württemberg hier inzwischen auch so, dass man viermal wechseln kann. Wird wohl so sein. Gut, Sebastian, dann anderes Thema, das ich noch kurz mit reinbringen möchte, denn die Leute wollen natürlich wissen, was macht dein Trikot? Ja, wir warten natürlich drauf, dass es endlich auf Twitter präsentiert wird. Du mit dem Santi-Trikot. Jetzt gab es von dir eine Wasserstandsmeldung im Laufe der Woche, dass M, ich sag mal, spannend, und L dann eher so eine Art Minirock ist für dich. Ja, genau, das kann man so sagen. Also ich war, ich habe ja am Samstag unser Vertikalpass-Trikot, also für den Vertikalplatz übergeben an den Ralf aus Aachen, der in Stuttgart war. Und wir haben uns getroffen auf der Königstraße an diesem Stuttgart Infopoint mit VfB Fanshop und ich hatte meinen Sohn dabei und wir dachten, wir shoppen da kurz, aber die haben da halt ja 3-4 Trikots hängen und dann ganz viel Ritterschokolade und Porsche Modellautos, also das kann man als VfB Fanshop nicht ernst nehmen. Ja, und da mein Sohn angekündigt hatte, dass er auf jeden Fall irgendwie ein Trikot haben möchte, war ich dann zum ersten Mal in meinem Leben auch im Milaneo und wir haben nach langer Suche auch den VfB Fanshop gefunden.
und haben dann, ja, ich habe dann den Geldbeutel locker gemacht und mein Sohn hat jetzt das rote VfB-Trikot, das aktuelle, und ich habe dann tatsächlich auch kurz mich in die Torwart-Trikots reingeschmissen und habe dann gemerkt, dass ich für Größe M zu fett bin und für Größe L zu klein, und habe dann noch zwei Nächte drüber geschlafen und habe jetzt heute das Trikot in Größe M bestellt, mit Santi Flock hinten drauf, und habe jetzt halt die Mission, einige Kilo leichter zu werden. Ich habe mir ja noch nie ein Trikot gekauft, habe ich ja schon mal erzählt. Und zum ersten Mal bin ich kurz davor gewesen am Wochenende und habe mir überlegt, ob ich mir so ein Carrasol-Trikot holen soll. Einfach nur, es ist praktisch der ausgestreckte, der ausgestreckte Mittelfinger sozusagen an jedem Heimspieltag, mit dem ich über die Haupttribüne marschiere. Aber ich habe mich dagegen entschieden. Es ist immer noch nicht der richtige Zeitpunkt gekommen, dass ich mir ein Trikot kaufe. Aber vielleicht ändert sich das irgendwann noch. Gut. Trikot-Update hiermit erfolgt, und wir freuen uns dann aufs erste Beweisbild, Sebastian. Genau, ist bestellt. Ich werde es dann, ein Beweisbild mal posten mit Hüftröllchen und ja. Ja, ich glaube, das kennen die meisten. Also ist ja, genau. Ja, aber das ist echt ein Problem, ne? Also, weil unter Puma-Zeiten war es ja noch so, dass die Trikots, die du halt kaufen konntest, nicht die gleichen Trikots waren, die die Spieler getragen haben. Und unter Jakko ist es ja so, dass die Trikots dieselben sind. Aber es ist halt so, dass jetzt ein Profisportler, der XL trägt, sieht halt nicht so aus wie ein normaler Mensch, der XL trägt, ne? Und ich bin jetzt weit davon entfernt, XL zu tragen. Aber auch ich mit meiner normalen M-Größe, ich sehe halt nicht so aus wie ein M-Sportler, weil der ist halt genauso groß wie ich, wiegt aber 30 Kilo weniger. Und dementsprechend sind auch die Trikots geschnitten. Und das ist halt schon so ein kleines Problem. Ja, war ja auch großes Gesprächsthema beim dunkelroten Tisch, dass 5XL einfach nicht mehr passt. Und ja, absolut. Ja, ich kenne das Problem jetzt nicht, aber ich kann es mir schon vorstellen, dass seitdem Arjen Robben Fußball spielt, echt die Trikots eine andere Form bekommen haben. Das ist mir auch. Weil Arjen Robbens Trikots, die wurden ja aufgesprüht. Also das war ja kacke. Achso, ich dachte, das ist einfach nur seine Haut. Also, das ist vom Bodypainting, ja. Ja, genau. Finde ich gut. Ja, ist schon klar, aber ja, da muss der VfB vielleicht dann, oder beziehungsweise Jakob irgendwas tun, dass auch ganz normale Menschen ein Trikot kaufen können, ohne dann am besten noch extra Stoff zu bezahlen oder sonst irgendwas. Ich weiß ja nicht, ob dann die Preise steigen, die eigentlich? Also steigen die Preise, umso größer das Trikot wird? Früher war das doch so, glaube ich, oder? Echt? Wurde nach Fläche bezahlt? Ja. Also ich habe jetzt viel zu viel für das M-Trikot bezahlt, mit Flock und Tralala. Das ist echt schon pervers eigentlich. Was ist denn der Kurs bei Jakko? Ja. Was ist denn der Kurs bei Jakko für ein M-Trikot mit Flock? Ah, du, warte, das kann ich. Hast du verdrängt? Es war jetzt echt teuer, warte mal. Nee. Aber noch nicht dreistellig. Nee, dreistellig nicht, aber das Trikot kostet 75,99. Okay. Der Namensflock mit Nummer kostet 14,25. Ich habe auf Bundesliga-Flock, ich glaube, der kostet auch nochmal was. Und dann Daimler EQ-Flock verzichtet, weil ich nicht brauche. Aber ich habe jetzt für das Trikot mit Nummer 90,24 Euro bezahlt. Und das finde ich halt schon krass. Also Schnäpple. Ja, kann man eigentlich spaßeshalber sich so einen Champions-League-Flock drauf machen lassen? Nee, also du hast nur die Wahl, also Zweitliga-Flock, und ich dachte, na gut, wir steigen ja eh wieder auf, da willst du ja in der nächsten Saison keinen Zweitliga-Flock drauf haben, und so einen Daimler-Flock brauche ich auch nicht drauf. Deswegen habe ich auch darauf verzichtet, aber jetzt, ja, also schlanke 90 Euro. Okay. Ja gut, dann freuen wir uns, wie gesagt, auf die Fotos. So, gucken wir noch ganz kurz auf die U21, U19. Fangen wir an mit der U21, die jetzt auch zu Hause nicht mehr gewinnen kann. Ja, 2-2 gegen Bissingen, und das Ganze war noch relativ glücklich, denn man lag zweimal zurück. Der VfB kam dann aber, das ist das Positive, wiederum zweimal seinerseits zurück und konnte dann eben mit einem Punkt, glaube ich, ganz zufrieden sein. Insgesamt ist die Situation schon kritisch. Michael Gentner meinte, das tut uns weh mit Blick auf die Tabelle. Wir haben zu wenig Punkte und wir kassieren zu viele Gegentore. Das trifft es eigentlich ganz gut. Also da braucht es schnell eine gewisse Stabilität und einfach mal so eine Siegesserie, dass der VfB sich dann noch berechtigte Chancen auf den Aufstieg machen darf. Also ich glaube nicht so richtig dran, dass das Göppingen so abschmiert, dass der VfB mit Unentschieden zu Hause und auch auswärts dann noch groß ins Aufstiegsgeschehen mit eingreifen kann. Aber ja, wenn es, denke ich mal, hart auf hart kommt, werden da die ein oder anderen Spieler aus der ersten Mannschaft auch nochmal aushelfen müssen. Ja. Weil das merkst du halt schon,
wenn die Jungs dabei sind, sieht es besser aus. Aber jetzt zum Beispiel am Wochenende hatten sie ja wirklich gute Leute im Kader. Abuja, Klimowitz, Kliment, der dann noch eingewechselt wurde. Dann hast du noch Aidonis, der ja eigentlich auch schon ein Spieler ist, der wahrscheinlich Regionalliga spielen könnte von der Qualität her. Da sind schon gute Jungs dabei, aber es läuft noch nicht so, wie es laufen sollte. Vielleicht ist das ein ähnliches Phänomen wie mit dem VfB, mit der ersten Mannschaft in der zweiten Liga. Man fühlt sich eigentlich viel besser als die Liga, in der man spielen muss. Aber ja, gearbeitet werden muss dann trotzdem noch. Und ja, da ist noch Luft nach oben, Jungs. Ist auch ein bisschen ernüchternd für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte, das, wird relativ, also da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, ich dachte wirklich, das wird relativ einfach in Anführungsstrichen für den VfB aufzusteigen. Damit meine ich nicht, dass die Gegner schlecht sind. Da gibt's immer harte Spiele, gar keine Frage. Das ist natürlich auch ja Fußball, wo mehr gegrätscht wird als, ich weiß nicht, gedribbelt. Das ist schon klar, aber ich dachte mir halt, ja, da wird sich die Qualität durchsetzen. Aber so leicht ist es dann doch nicht. Habe ich ein bisschen unterschätzt, bin ich ganz ehrlich. Gut, die U19 konnte in Augsburg mit 0-3 gewinnen. Ich glaube, Augsburg war letzter, deswegen ist der Sieg jetzt zwar schön, aber sollte man auch nicht zu hoch hängen. Ich habe mich gefreut, dass Lee Egloff mal wieder getroffen hat. Der durfte dann auch gleich zur Belohnung am Montag mit den Profis trainieren. Und ich habe mir sagen lassen, dass der Herr Egloff ein Problem hat aktuell in seiner Entwicklung. Und zwar ist er ein bisschen faul auf dem Platz. Lauffaul. Ja, er würde sich einfach zu wenig bewegen und zu sehr auf seine ja, technische Stärke und natürlich auch auf den Antritt, den er auch hat, vertrauen. Und ein bisschen mehr Bewegung, Mannschaftsdienlichkeit, das fordern wohl die ein oder anderen. So könnte man es vornehm ausdrücken. Aber er ist natürlich weiterhin das Talent, auf das man ein Auge werfen sollte. Ja, und VfB 2 also erfolgreich mit 0 oder mit 3-0, wenn man es so sehen möchte, in Augsburg. Gut, ansonsten habe ich für heute wirklich keine weiteren Themen. Berthold spreche ich hier nicht an, das ist wirklich so idiotisch. Also ein Stadion auf den Feldern, ich weiß nicht, wie man auf so eine Idee kommt. Gab's ja auch schon andere. Ich musste dich kurz unterbrechen und einen Jubelschrei unterdrücken, aber Fabian Klos hat gerade in der 50. Minute das 1-1 erzielt. Abpfeifen! Sofort. Oh, aber da gibt's. Nee, ich glaube, es zählt. Okay. Wir warten ab. Nein, natürlich nicht. Genau, wir warten auf den Videobeweis ab. Nee, aber es scheint, es steht 1-1. Wir wollen euch jetzt hier nicht weiter langweilen. Ja, also das war jetzt diesmal vermutlich eine kürzere Ausgabe. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, wie lange wir aufgenommen haben. Aber es gab Gott sei Dank nicht so viele Themen, über die wir jetzt hier noch ausführlich sprechen müssten. Nächste Woche gibt uns natürlich wieder, wir haben es schon gesagt, wir sprechen über das Spiel in Hamburg und gleichzeitig sprechen wir auch über das anstehende Spiel in Hamburg. Das wird eine interessante Thematik geben, da bin ich mir sicher. Und das ein oder andere vereinspolitische Thema könnte dann vielleicht auch schon interessant werden. Langsam wird es wieder, wieder heikel, ne? Also da muss man schon wieder drüber sprechen dann. Es knistert schon. Ja. Es knistert schon. Die Spannung steigt. Gut, also vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Ich bedanke mich. Ah, das Wichtigste habe ich fast vergessen, auch wenn ich es vorhin schon erwähnt habe. Nichtsdestotrotz möchte ich darauf verweisen, dass ihr, wenn ihr die Möglichkeit habt, den Dennis unterstützen könnt. Es gibt auf uns zwei Artikel, die so ein bisschen beschreiben, wie es dem Dennis aktuell geht. Er leidet unter dem chronischen Erschöpfungssyndrom. Ja, da hängt natürlich noch eine ganze Menge dran. Deswegen empfehle ich euch, beide Artikel einfach mal durchzulesen. Und dann könnt ihr euch dafür entscheiden, Dennis zu unterstützen. Es gibt eine GoFundMe-Kampagne. Und da könnt ihr einfach auch wirklich Kleinstbeträge an den Dennis überweisen, zukommen lassen. Und er kommt seinem großen Ziel der Operation, der Therapie in Barcelona, findet das Ganze, glaube ich, statt, etwas näher. Wäre schön, wenn ihr ja einfach da so ein bisschen unterstützen könnt. Wenn ihr vielleicht jetzt nicht über GoFundMe ihn unterstützen wollt, gibt's auch die Möglichkeit, vor Heimspielen ans Palm Beach zu kommen und sich da beim Becherfallen zu beteiligen. Und ich glaube, am vergangenen Sonntag, also gestern, gab's einen neuen Rekord mit 57 oder 58 Euro, die an Pfand eingenommen wurden. Und das kommt natürlich Dennis zugute. Also genau, so das habe ich, glaube ich, vergessen. Denn der Forrest, die Gina und der Paddy hatten sich ja auch auf der SDR-Mailbox gemeldet. Und die haben sich auch während des Spiels gemeldet und waren total begeistert. Und ich glaube, der Rekordumsatz beim Becherpfand und ihre Reaktion, da gibt es einen direkten Zusammenhang. Ach so. Okay, dann muss ich mir das noch dringend anhören und vielleicht. Ja, hört es auf jeden Fall noch an. Also sie waren total begeistert. Sie haben am Ende 1893 Hey Hey gesungen. Also sie waren total euphorisiert, wahrscheinlich, weil sie sich das
sensationelle Ticketpaket Wien Wiesbaden Holstein Kiel geleistet hatten. Ja, aber sie waren sehr euphorisiert und ich kann es mir nur durch übermäßigen Alkoholgenuss erklären und vermutlich kommt deshalb auch der Rekordumsatz beim Becherpfand zustande. Okay, jetzt plaudere ich noch aus dem Nähkästchen. Yes. Beim Becherpfand kam es zum unglücklichen Umstand, dass ich 3 Biere in einer halben Stunde trinken musste. Das kommt mir bekannt vor. So. Und das Problem ist für mich nicht so leicht zu bewältigen, weil ich ansonsten nie Biere trinke. Also auch keine 3 in einer Woche, sondern ich trinke wirklich nie Alkohol, außer im Stadion. So. Und als ich dann das 3. Bier geschafft habe, es war wirklich, also anders kann ich es nicht ausdrücken, kann ich mich, und ihr werdet jetzt denken, ich verarsche euch, aber ich kann mich nicht mehr richtig erinnern, wie ich vom Palm Beach zu meinem Platz gekommen bin. Aber ich habe es geschafft. Also, das war schon, also da hätte ich vielleicht auch mal anrufen können und 1893, hey, rufen können. Dann ging es relativ schnell wieder, die Ernüchterung war dann doch groß. Und ja, der VfB hat mich ausgenüchtert, muss ich sagen, an der Stelle. Es ging dann relativ schnell. Und nochmal vielen Dank an die 3. Dass sie angerufen haben. Auch das ist ein Grund, warum ich unbedingt versuchen werde, doch noch den Mix fertigzustellen, weil ich habe die 3 so lange genervt, dass sie endlich mal anrufen sollen. Mhm. Jetzt machen die das und dann versage ich. Genau. Ja, deswegen so ist es beim VfB. Unbedingt noch erwähnen. Und genauso möchte ich noch erwähnen, am morgigen oder heutigen Dienstag, je nachdem, wann ihr es hört, stellt der sehr geschätzte Bernd Sauter sein neues Buch Fußballheimat Württemberg, 100 Orte der Erinnerung vor, und zwar im Fanprojekt Stuttgart in der Hauptstädter Straße. 19.30 Uhr ist es, also ich bin auf jeden Fall da. Der Zwiegel, mein Vertikalpass-Kollege, ist auch da. Du bist, glaube ich, nicht da. Ich bin nicht da, ich kümmere mich um die da. Mailbox. Aber es sind wahrscheinlich ganz, ganz viele Leute da und das Buch ist super. Ich durfte mal kurz reinblättern. Es ist echt spannend und der Bernd hat, glaube ich, einige Zeitzeugen mitgebracht. Ja, ich glaube, es wird ein ganz grandioser Abend, also Dienstag, dann, das ist der 22. Oktober, 19.30 Uhr, Fanprojekt Stuttgart, Hauptstädter Straße, kommt da auch vorbei. So, dann haben wir für heute alles abgearbeitet. Ich hoffe, euch hat diese Folge, die ein bisschen anders war als die Folgen zuvor, auch gefallen. Wenn das so ist, dann lasst uns das Ganze wissen, und zwar auf Twitter am besten. @VfBSTR ist der Twitter-Handle. Ihr könnt auch über Facebook schreiben. @VF3STR oder Instagram @VFBSTR. Das sind die Möglichkeiten, mit uns zu interagieren. Und ihr könnt natürlich auch dem Sebastian folgen auf Twitter @Butze. Und er hat auch noch den wundervollen Blog Vertikalpass auf Twitter unter @Vertikalpass zu finden und im Netz unter @Vertikalpass.de. Das Buch haben wir angesprochen. Bitte kaufen und rezensieren auf Amazon und alle anderen möglichen Kanäle. Also ihr müsst es da nicht kaufen, ihr könnt es aber trotzdem rezensieren. Ihr müsst es übrigens aber auch nur lesen. Aber nur, wenn ihr 5 Sterne gebt, also sonst lieber nicht rezensieren. Ja, macht ja auch sonst keinen Sinn. Gut. Also, vielen Dank Sebastian, dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich auf nächste Woche. Hoffentlich dann endlich wieder mit 3 Punkten. Bis dann. Auf jeden Fall. Also, ciao. Bis dann. Ciao, ciao.